Hallöchen, Örgel. Moin, Abend, hallo. Wir haben sogar Musik. Ha, Ingame-Musik. Cool. Ja, schauen wir uns mal Ultimate Fishing Simulator 2 an hier. Keine Ahnung, was uns erwartet. Der Playtest lief ja irgendwann mal. Schon eine ganze Weile her, ne? Was heißt hier, warum können wir nicht angeln? Also ich muss ein Routenset auswählen, glaube ich, ne? Da haben wir ein Twister drauf. Was haben wir hier? Da haben wir Regenwurm. Sollen wir Grundangeln? Prima darüber. Nein. Nicht zurücksetzen. Natürlich nicht. Rüberziehen? Zubehör haben wir keins, ne? Artikel nicht erhältlich. Gehen Sie zum Shop. Okay. Zurück. Mein Profil. Muss erstmal durchblicken. Ich würde ja gerne. Hoppla, wo bin ich? In meinem Haus bin ich gelandet. Übrigens, das ist unser Häuschen. Das hat jeder Spieler hier. Bist du überall auf der Gamescom nächste Woche? Was? Nee. Irgendwie geht das alles gut. Ich bin nicht auf der Gamescom, ganz sicher nicht. Ich gehe arbeiten. Ja, jeder ein Haus mit riesengroßen Aquarien. Zwei an der Zahl. Riesengroßen Schrank zum Sachen ausstellen. Massig Platz zum Fisch an die Wand tackern. Na, hier. Standardmäßig. Ach, da sind sogar noch mehr Aquarien. Ne, es sind zwei. Zwei Stück. Und hier so Vitrinen. Hier sind noch so Holzbrettchen, so Sachen. Eine Couch. Wird Zeit. Halt die Klappe. Ne, da sind noch. Okay, wir haben vier Aquarien. Wir haben zwei mal zwei. Ne, wie gesagt, Gamescom bin ich nicht. Definitiv nicht. Haus verlassen. Wie geht dann das hier mit dem Angeln? Standort verlassen. Was ist damit? Uff. Ah, jetzt können wir angeln gehen. Na, immerhin. Ich war quasi im falschen Menü. Aber egal. So, unsere Ausrüstung. Wir haben einmal Z1 mit einer Feedermaster 270, einer Barracuda 2000 BT, einer Monoschnur mit 0,78 Kilo Tragfähigkeit. Kann man dann Trophyfrosch einhängen in die Vitrine? Wenn da einen gibt, bestimmt. Dann haben wir ein Vorfach mit 0,14er Stärke mit 3 Kilo. Also wird das hier auch so eine 3 Kilo Schnur sein, denke ich mal. Den 0,78, warum macht man da so ein dickes Vorfach drauf? Keine Ahnung. Und hier so ein Classic Twist. So ein Twister, so ein Gummifisch mit einem schicken Haken. Hier haben wir noch eine Telerod 370, keine Ahnung, was das ist. Vermutlich kann man das Ding auch als Stippe benutzen. Das sieht aus wie eine Bolognese-Route, weil hier ist eine Pose. Ne? Was haben wir hier? Schnurblei. Einen Haken haben wir, ein Vorfach haben wir, Schnur haben wir. Frag mich nur gerade. 1,3er Schnur und 5 Kilo Vorfach? I don't know. Keine Ahnung. Müssen wir mal gucken, ob das irgendwas wird. Ne? So. Hier haben wir unseren Fähigkeitsbaum. Wir können Wirtschaftler oder Trickser werden. Ne, so ist das nicht. Da geht hier los mit mehr Münzen bekommen. Erhöht den Verkaufspreis von Fischen aus dem Netz und dem Aquarium um 5%. Okay. Wenn sie neues Level erreichen, verlängert sich die Zeit, in der sie zusätzliche Münzen verdienen können um 5%. Okay. Also macht hier sowas tatsächlich mehr Sinn, wenn man sowas gilt. Ne? Ja. 5 oder 4 Kilo, genau. Dann haben wir, ja, sehen wir gleich. Dann haben wir hier vergrößert die Chancen, Artikel zu einem besseren Preis zu erwerben. Außerdem werden die Kosten für den Zugang zu neuen Fangplätzen um 5% gesetzt. Macht auf jeden Fall Sinn. Wenn ein Fisch abbricht, werden sie weder den Köder noch den Haken verlieren. Oh, ist okay. Erlaubt es ihnen, die täglichen Missionen zweimal auszutauschen. Okay. Tägliche Missionen gibt es also auch. Vergrößert die Chance, Artikel zu einem besseren Preis erwerben zu können. Wird dann werden die Kosten um 10% gesenkt, neue Angelplätze zu besuchen. Hier haben wir neue Level 10%.
längere Zeit, um Münzen zu verdienen. Verkaufspreis von Fischen aus dem Netz und Aquarium um 10% gesteigert. Lässt die defekte Artikel mit einem 50%igen Rabatt reparieren. Okay. Und das hier, wenn Sie täglich einloggen, werden Ihnen auf Ihrem Konto zusätzlich Boni gutgeschrieben. Ah, okay. So, Drixa wäre attraktiver Konkurrent. Erhöht die Wirksamkeit des Köders um 5% und beschleunigt die Zeit, bis ein Anbiss erfolgt. Also da kriegen wir schneller Bisse. Fische im Aquarium wachsen 5% schneller. Das heißt, wir können schneller die Fische aus dem Aquarium verkaufen, weil die schneller größer sind. So. Fortschrittliches Fischnetz erhöht das Level des Fischnetz doppelt so schnell. Das ist natürlich keine Ahnung, wieso sich das doppelt so schnell erhöhen soll. Ich weiß es nicht. Ich habe was anderes als Trickser verstanden. Ja, ist mir klar. Müssen wir uns da mal an. Ah, ne, das war hier, das Erfahrung. Sie hatten 5% mehr Erfahrung für jeden Fisch, den sie fangen. Das hier wäre das mit dem Fischnetz. Keine Ahnung, was das soll. Ob das automatisch mitwächst, kein Plan. Vielleicht von Level zu Level, wer weiß. Fische werden um 5% schneller müde. Das ist okay. Verlängert die Vorschaufähigkeit auf 10 Sekunden und verringert ihre Ablenkzeit auf 2 Minuten. Was auch immer eine Vorschaufähigkeit sein soll. Finden wir dann noch raus. Fügt die Fähigkeit Vorschau hinzu. Ah, okay. Also die zwei arbeiten miteinander. Mit der sie alle im Wasser schwimmenden Fische sehen können. Ah, okay. Die Vorschau dauert 5 Sekunden und hat eine Ablenkzeit von 4 Minuten. Okay. Erhöht die Wirksamkeit des Köders um 10% und beschleunigt die Zeit, bis ein Anbiss erfolgt. Okay, 10% schnellere Bisse. Hier haben wir dann Fische werden um 10% schneller müde. Das ist auch nicht verkehrt. Und hier haben wir dann nochmal Fische im Aquarium wachsen um 10% schneller. Also, ne? Wir können da so ein paar Sachen skillen. Ist übrigens nur ein Early Access, also ein Pre-Release. Das heißt, das ist definitiv nicht der Release-Branch, der dann am 21. oder am 21. oder 22. am 22. kommt. Hier haben wir Daily Missionen. Fangen Sie einen Fisch einer beliebigen Art mit einem Gesamtgewicht von 10 Kilo. Ne, fangen Sie Fische einer beliebigen Art. Also 10 Kilo Fisch fangen. Fangen Sie so viele Fische einer bestimmten Art. 10 einer Art brauchen wir da. Fangen Sie 10 Kilo von einer einzigen Fischart, Regenbogenforelle. Okay, die ist vorgegeben tatsächlich. Gut, also haben wir schon mal drei Aufgaben, die wir lösen können. Wöchentliche Missionen. Fische mit einem Mindestgewicht von. Keine Ahnung. Fische einer bestimmten Art. Fische einer bestimmten Art. Monatliche Missionen gibt es auch. Keine Ahnung. Das ändert sich tatsächlich. Beliebige Fische. Fische einer bestimmten Art. Fische einer bestimmten Art. Okay. Statistiken haben wir keine. Barsch, Katzenwels, Rotlachs, Gelbbarsch, Kleinmaulbarsch, Regenbogenforelle. Karpfen, Barbe, Brasse haben wir drin. Karpfen, Quappe, Silberbrasse, Spiegelkarpfen, Wildkarpfen, Graskarpfen. Preußischer Karpfen, Karausche, Silberkarpfen, Kanalwels, Blattkopfwels, Rotschwanzwels, holla, was für Arten. Ohne Esche, ein Döbel, oha, die kennen wir ja. Europäischer Wels, Aaland kennen wir schon, Kettenhecht kennen wir vermutlich einfach so, weil das ein Hecht ist, amerikanischer Hecht, wobei die sich da wohl ein bisschen unterscheiden. Flussbarsch hat auch ein Hechtbild, ist natürlich sehr gut. Early Access ist, wenn rauskommt, okay. Amurhecht, normaler Hecht. Rotauge, Muskellunge, italienischer Hecht, Alter, eine Schleie, Zander, Forellenbarsch, Atlantischer Lachs, Kürbiskernbarsch, kennen wir auch, blauer Sonnenbarsch, Ukelei, Donaulachs, Bachsaibling kennen wir, Kabeljau, europäischer Wolfsbarsch, Bachforelle kennen wir auch. Was ist das da? Tylosaurus crocodilus. Ah ja, okay. Europäischen Aal, eine Flunder, eine Meerforelle, europäischer Stör. Oh, Störe. Störe, meine Damen und Herren. Das ist natürlich hübsch. Ein Hornhecht, europäischer Hausen, das wird wohl der Kaluga sein. Dann Thymallus baikalensis, keine Ahnung, was das für ein Tier ist. Dann haben wir einen Keterlachs, kennt man auch. Großer Barracuda. Buckellachs, Silberlachs. Mit der 4-Kilo-Rolle, easy, locker. Gelbschwanzbarracuda, dunkler Riesenzackenbarsch, Spitzkopfzackenbarsch. Alter, wie viele Fische sind da drin? ETF, Schwarzspitzenriffhai, gemeine Goldmakrele, pazifischer Rotfeuerfisch, oha. Keter, oh Gott, ja. Ein Tigerhai haben wir, Lutianus griseus, dann ein indischer Fadenfisch, ein Gelbflossentun und eine Dickkopf-Stachelmakrele. Leute, hier haben wir richtig fette Fische drin. Ich meine, wer von uns hat schon mal einen Tigerhai gefangen, ne? Geiler Scheiß.
Sieht gut aus, sieht gut aus. Hat auf jeden Fall was Besonderes. Da haben wir so ein paar Hilfen. Tastatur-Shortcuts haben wir hier. Ich habe tatsächlich auf Y und X habe ich was gelegt. Warte mal kurz, lass mich da kurz gucken hier. Nein, nicht zum Desktop. Geh mal da zurück hier. Und zwar habe ich die Steuerung, die Tastenbewegung habe ich ganz minimal abgeändert. Und zwar, wo war das jetzt? Hier. Rollenwiderstand erhöhen und reduzieren habe ich auf Y und X gelegt. Das kann man leider nicht mit dem Mausrad machen, also zumindest jetzt zum aktuellen Stand der Dinge noch nicht. Vielleicht kommt das ja dann irgendwann, wenn das Spiel released wurde. So. Rollengeschwindigkeit erhöhen, reduzieren, Numblock plus minus. Ist halt ein bisschen doof, ne? Da muss man halt über die ganze Tastatur greifen, aber ist ja nicht so schlimm. Volle Rollengeschwindigkeit wäre linke STRG-Taste. Taschenlampe haben wir auf F, dann Schwimmtiefe nach oben und unten. Das können wir uns nochmal ändern. Hat ja US-Layout. Ja, leider. Das hier weiß ich nicht, das müssten oben 8 und 9 sein. Da müssen wir gleich mal gucken. Zoomen wäre Z, schnelle Hilfe wäre Tab. Was haben wir von oben? Vorwärts, rückwärts, klar, WASD. Ne? Laufen ist mit Shift, springen mit mit Space, Ansicht der gefangenen Fische C, UI ausblenden mit G, Adlerauge ist V, das ist halt diese Vorschau, Unterwasserkamera ist U, wie Unterwasserkamera, ein- und auszoomen, up and down, Z1, 2, 3, 4, 5, können wir auswählen, Wurf zurücksetzen wäre Q, ja, da haben wir auch schon alles, ne? Da würde ich auch sagen, gehen wir mal los, oder? Wir haben ja zwei Sets hier, einmal, zweimal, 3 ist leer, 4 ist leer, 5 ist leer. Müssten bald erst kaufen. Ne? So, dann gehen wir einfach mal los hier. Willkommen in Ultimate Fishing Simulator 2. Wollen Sie das Tutorial starten? Ne? Wo wir schon mal da sind, drücken wir einfach auf Ja. Ne? So, schönes Ladebild. Da wird der Köder schon rangekurbelt. So, jetzt geht das hier rasend schnell geht das los. Sie können sich auf dem Fangplatz mit Hilfe der WSAD-Tasten und der Maus bewegen. Auf der rechten Seite des Bildschirms finden Sie Informationen über das Wetter und die Ausrüstung, die Sie im Augenblick benutzen. Schauen Sie sich auf dem Fangplatz um und nähern Sie sich dem Wasser. Drücken Sie die Leertaste. Mach mal. Okay. Uff. Ich habe Field of View gleich mal auf 60 gestellt. Da stand nur auf 25. Pilze. Ich schaue mich um. Das hier sieht gut aus. Also gefällt mir auf jeden Fall optisch. Sieht so vielleicht nicht ganz wie soll ich das sagen? Also. Es sieht so ein bisschen verspielt aus. Nicht so real. Das Gras bewegt sich allerdings nur komplett. Hier bewegt es sich minimal. Sieht irgendwie sieht das verspielt aus. Ein Loch. Ein Wasserloch. Dass wir da noch Wildtiere haben, die da trinken wollen. So. Ich würde sagen, wir gehen mal da hinten rüber zurück. Da leckt es schon. Leckt. Wir gehen zurück da hinten. Ach, wie die Blumen aufploppen. Ist ja grandios. Ha, da kommen die lila Punkte kommen da an. Also Ladezeit ist vorhanden. Hol raus den Hai, ich versuche, ich gebe mein Bestes. So, hier haben wir unseren Angelsteg. Unreal 4, ich habe keine Ahnung. Ja, man kann zumindest bis auf den Grund so ein bisschen gucken. Ist nicht gerade der sauberste Tümpel. Ja, aber okay. So, schauen Sie sich auch auf dem Fangplatz um und dann nähern Sie sich dem Wasser. Ist das hier so ein Fangplatz? Normal schon, ne? Oder haben wir hier irgendwo? Man kann zumindest komplett rumlaufen. Das ist schon mal ein Anfang. Ne? Da kann man ja bei R4 nicht so. Ohne Scheiß kann man reinfallen. Ich habe keine Ahnung. Was ausprobieren? Eine der beliebsten Fischfangmethoden ist das Posenfischen. Wählen Sie ein Schwimmerset aus, indem Sie 2 drücken. Drücken Sie die Leertaste. Okay, man kann nicht reinfallen. Posenfischen. Eine Paradedisziplin. Man kennt das ja aus Funk und Fernsehen. Also ist ja bekannt, dass ich sehr gerne Posen angeln gehe.
Es gibt quasi nichts Schöneres für mich. Dann drücken wir doch mal die 2. Das ist so ein Posending. Posenfischen, Kurzstreckenwurf. Komm, steht auch nicht, ich glaube nicht. Die einfachste Weise, die Angelrute zu werfen, ist der Kurzstreckenwurf. Also wie man eine Angelrute wirft, weiß ich. Nur kommt die halt dann nicht da an, wo sie hin soll. Achten Sie doch darauf, eine Stelle mit ausreichender Tiefe zu wählen. Bevor Sie die Rute werfen, können Sie die Schwimmertiefe mit den komischen Klammern da anpassen. Führen Sie einen Kurzstreckenwurf aus, indem Sie die rechte Maustaste gedrückt halten. Ja, mache ich. So, wie tief sind wir denn hier? Tiefe 0. Gucken, kann man das hiermit ändern? Ja, damit kann man schon mal nichts ändern. Wo sind diese komischen Klammern, ne? Rechte Maustaste. Rechte Maustaste gedrückt halten. Ja, würde ich ja gern, mache ich ja, passiert nichts. Ach so, das ist die rechte. Aha. Ich drücke links. Also geht auch von hier mit. Ah, jetzt. So. Hallo, GetBitTV. 8 und 9, ja genau. Die Schnur wird durch Drücken von der linken Maustaste eingespult. Die Einspulgeschwindigkeit verändern Sie mit dem Mausrad. Was? Okay. Mit den Plus-Minus-Tasten können Sie Zugkraft einstellen. Sie können den Wurf auch zurücksetzen, indem Sie Q drücken. Nun spulen Sie die Schnur vollständig ein, also mit der linken Maustaste. Ah, hier, da, okay. Das können wir schon. Das haben wir gut drauf. Kurbeln können wir. Sie machen einen Langstreckenwurf, indem Sie die linke Maustaste gedrückt halten, führen Sie einen solchen Wurf aus. Okay, das ist mit links. Ah, okay. Also kurzer Wurf mit der rechten Maustaste, langer Wurf mit der linken Maustaste. Die nächste Aufgabe ist, einen Fisch zu fangen. Ja, herzlichen Glückwunsch. In der Angelsimulation macht das wohl Sinn, ne? Sie können die Unterwasserkamera benutzen, indem Sie die U-Taste drücken, um zu sehen, was unter Wasser passiert. Warten Sie darauf, dass der Fisch vom Köder angelockt wird. Na, dann drücken wir doch mal U und gucken uns die Unterwasserkamera an. Wo ist meine Pose, verdammt? Da ist unser Würmchen dran, ne? Da ist das Würmchen. Drücken wir doch mal. Ich sehe halt keine Fische. Was kluckert halt wild, ne? So, wir haben hier rechts oben haben wir unsere Pose unter dem Köder. Ich weiß nicht, ob ihr das gut seht. Die schwimmt da so hin und her. Also die pendelt da so ein bisschen. Also mal gucken, ob wir da irgendwie einen Fisch bekommen, ne? Ah, so. So, Plus und Minus hat da irgendwas gestanden, ne? Okay, das haben wir auf Y und X umgebeinet. Vorfachlänge 50 cm. Was ist jetzt hier mit den Fischen? Kommt da noch was oder kommt da nichts? Also Clemens reinfallen kann man safe nicht. Bin gespannt, ob das hier was wird. Das Vogelgezwitscher ist gut. Hier gibt es gar keine Fische. Doch, da hinten ist ein Fisch. Da. Da ist einer. Der kommt zu unserem Köder. Oh. Oh. Barsch. Dann. Eine Brasse, so wie es aussieht. Wenn ein Fisch den Köder nimmt, müssen Sie ihn zur richtigen Zeit an den Haken nehmen. Versuchen Sie, Angelschnur so straff wie möglich zu machen. Okay. Warte mal, haben wir dran? Nö, haben wir nicht dran. Okay. Nicht funktioniert. Und Drama. Warten wir mal, ne? Hier mal höher. Immer mal auf 60. Ach,
58, 60. Auch nichts, ne? Nö. Fischi, komm her. Na, hopp, beiß. War auch nix. Doch, das war was. Ja, das war nix. Okay. Da sind aber schon Fische drin, ne? Da ist so ein kleiner. Da kommt noch einer. Wenn Sie einen Fisch am Haken haben, können Sie ihn an Land ziehen, indem Sie die linke Maustaste gedrückt halten. Ziehen Sie nun den Fisch an Land. Okay, dann machen wir das doch. 22 Meter weg. Jawohl. Da haben wir einen Barsch gefangen, glaube ich. Ja. Der frisst natürlich den Köder gleich mit dem ganzen Haken. Ne? Da haben wir unseren ersten Fang. Nachdem Sie den Fisch gefangen haben, können Sie ihn entweder behalten oder freilassen. Was Ihnen jeweils unterschiedliche Boni verschafft. Geben Sie den Fisch jetzt frei. Als nächstes wählen Sie ein Spinset durch das Drücken von 1. Okay. Ein Barsch. 670 Gramm, 35 Zentimeter. Ich will dir mal nicht freigeben, aber sieht ganz ordentlich aus, das Fischmodell. Ne? Also muss man ganz ehrlich sagen, das kann man so durchgehen lassen. So rein vom Modell. So, dann gehen wir das Ding frei. Das steht ja da. 3 XP. 2 XP, also gibt ein XP mehr. Gut. So, dann Spinset wäre die 1. Was auch immer das für ein Spinset ist. Es ist Zeit, eine neue Art von Fischen zu lernen. In diesem Schritt werden Sie lernen, wie Sie die Spinnmethode verwenden. Füllen Sie nun einen Weitwurf aus. Weitwurf aus, indem Sie die Maustaste betätigen. Mach ich. Das kann ich bestimmt. Was haben wir da dran? Ein Gummi. Oh je. Führen des Spinköders. Oh je. Führen Sie den Köder so, dass eine Wirksamkeit so groß wie möglich ist. In der oberen rechten Ecke des Bildschirms ist ein Köderindikator. Wenn er grün wird, bedeutet das, dass seine Effizienz zunimmt. Reduzieren Sie wieder Einzugsgeschwindigkeit auf 10%. Holen Sie den Köder ein, bis ein Biss erfolgt. Werfen Sie den Köder so lange aus, bis Sie einen Fisch fangen. Ja, das kriegen wir hin, oder? Das kriegen wir hin. Auf 10% senken. Ja, dann. Ihr seht den Indikator unter dem Köder, das kleine grüne Fischelchen. Spannend, da kriegen wir bestimmt auch nur einen Barsch dran oder sowas. Boden zischen. Ist mir tatsächlich ein bisschen tief mit dem Meter, ne? Oh, jetzt haben wir einen Fisch dran. Meine an. Da haben wir einen kleinen Hecht. Aha. Er hüpft. Okay, ein Springfisch. Also Field of View haben wir komplett aufgerissen. Steht auf 60%. Mehr können wir da nicht. Machen wir mal ein bisschen schneller ein hier. Haben wir unseren ersten Hecht gefangen. Wählen Sie halten, also den Fisch in die Netz zu legen. Das Netz wird zum Verwalten der Fische verwendet. Sie können es öffnen, indem Sie mit Escape zum Hauptmenü gehen und das Spielerprofil öffnen. Hier die Leertaste. So, das ist ein 660 Gramm Hecht mit 45 cm Kettenhecht übrigens. Ne? Ja, da kann man nicht drehen, den Fisch. Drückt man darauf behalten, gibt 6 EP. So, das heißt, durch Drücken der M-Taste wird die Karte eines bestimmten Standorts geöffnet. Mit dieser Taste können Sie sich zu einer bestimmten Stelle teleportieren, indem Sie auf die Nummer des Fangplatzes klicken. Okay, und das Wetter verändern. Drückt man doch mal M hier. Aha. Wir haben hier einen Angelplatz, wir haben da einen Angelplatz. Wir haben hier tatsächlich nur zwei, dann machen wir das doch mal. Ja, ich möchte darüber wechseln. Da sind wir schon.
Alle Informationen, die Sie benötigen, finden Sie auf der Registrierkarte Hilfe. Okay, das war unser Tutorial, meine Damen und Herren. Das war ja spektakulär. Immerhin gibt es ein Tutorial, ja. Wenn das Tutorial auch nicht aussagt, wie man beispielsweise seine Montage zusammenbaut und welche Köder für welche Fische sind und so ein Kram. Jetzt gucken wir hier mal rein. Fischernetz öffnen. Da haben wir einen Kettenhash drin, ne? Den können wir jetzt verkaufen für 0,96. Theoretisch. Oder zum Aquarium hinzufügen. In 3D-Anzeigen. Ach, guck an hier. Kettenhasht wohl wegen der Färbung. Ne? Hier. Sieht ja aus wie eine Kette. Ne? Da wie er sich... Wie sich hin und her schwingelt, ne? Hübsch. Der hat wenigstens noch Leben in Zeit. Okay, den lassen wir mal drin. Was passt denn hier überhaupt rein? 30 oder 15 Kilo. Also 30 Fische oder 15 Kilo passen rein. Okay. Das ist wohl levelabhängig. Das heißt, wir müssen leveln. Guck mit Zoom vorne rein. Nee. Wir müssen leveln. Dann, ich denke mal, bei Level 2 kriegen wir dann 5 oder 10 Fische mehr. Oder hier 5 Kilo drauf. Keine Ahnung. Sehen wir dann. Ne? So. Gesamtzahl der 4. Gefangene Fische 2. Okay. Spielzeit 0 Stunden und 9 XP haben wir verdient. Das ist ja schon mal ein Anfang. Ist ein Anfang. Ne? So, dann gehen wir angeln. Haben wir hier nur eine Map zur Auswahl? Ne, wir haben mehr zur Auswahl. Okay, brauchen wir Level 3. Da brauchen wir Level 7. Da brauchen wir Level 14. Da brauchen wir 22 und Thailand brauchen wir 27. Das wäre ja schon mal interessant. Also können wir quasi nur Jackson Country in United States angeln, ja? Das ist so ein kleiner Waldsee. Irgendwo in Rocky Mountains, so wie es aussieht. In Wyoming, ne? Der Flat Creek ist das. Hier nebenfluss der Snake River. Mist. Nock? What? Nock? Hier, das hier. Das Snake River ist eines der wichtigsten Flüsse im Yellowstone Nationalpark, also ist im Yellowstone. Die Stadt ist eine bedeutende Touristenattraktion zum Teil, weil sie nur ein paar Meilen von der Grenze des Grand Teton National Parks liegt. Nordostseekanal. Ach so, Nordostseekanal. Fische auf der Karte. Katzenwels, Rotlachs, Regenbogenforelle, Klein, Maulbarsch, Gelbbarsch, amerikanischer Hecht, Flussbarsch, blauer Sonnenbarsch, Forellenbarsch und Kürbiskernbarsch. Was wäre, was hier, Kielkanal, den meinst du? Nordostseekanal verbindet die Ostsee durch die Kieler Bucht mit der Nordsee, durch die Elbmündung, ja. Ja, Level 14. Da müssen wir uns ranhalten, dass wir Level 14 werden, ne? Ja, ist der hier. Was ist da drin? Barsch, Rapfen, europäischer Wels, Zander, atlantischer Lachs, europäischer Stör, europäischer Aal, Meerforelle, Kabeljau, Flunder, Hornhecht. Ein europäischer Wolfsbarsch. Jetzt würde mich ja mal interessieren, wo sind diese Störe? Hier haben wir Donaulachs, Bachsapling, Bachforelle, Döbel, Rotauge, Tralala. Vermutlich haben wir hier Störe. Europäischer Aal, Silberkarpfen, preußischer Karpfen, Amurhecht, Schleie, europäischer Hausen. Ist ja schon mal so ein Ding. Keterlachs, Silberlachs, Buckellachs. Thailand ist eins von vielen Angelparadiesen. Hallo Olli, moin. Dass jeder wahrhaftige Angler mindestens einmal in seinem Leben besuchen sollte. Sandstrände, türkisfarbenes Wasser, reich an Nahrungsquellen bedeuten eines. Viele Fische und nicht irgendwelche Fische. Hier können Sie darauf zählen. Thunfisch, Goldmarine, sogar Tigerhaie zu fangen. Passen Sie gut auf Ihre Hände auf. Ja, machen wir. So. Die Haie sind in Thailand, also hier Level 27. Ja, das dauert wohl ein bisschen, würde ich spontan behaupten. Bis wir da ankommen. Das dauert wohl. Aber okay, da müssen wir damit leben. So wirklich hier, Buckellachs ist interessant. Silberkarpfen ist interessant. Europäischer Aal ist recht interessant. Slowakia, Bachsaiblinge, hört sich gut an. Esche, Regenbogenforelle, Döbelaal und Rotauge, halt die Standardfische, so ein Kram, ne? Störe finde ich keine. Vielleicht kommen da noch Maps. Keine Ahnung. Weil waren ja Störe. Drin. Wir gehen einfach mal hier hin und gehen da eine Runde angeln. Mal gucken, ob wir da Level 2 irgendwie auf die Reihe kriegen. Da schauen wir uns das Ganze einfach mal an. So. Da sind wir also jetzt dann theoretisch an einem neuen Gewässer. Das gucken wir uns jetzt mal an hier. Das ist halt im Yellowstone Nationalpark, ne?
Stör ist da, nur wo? Das hier sieht schon mal wild aus, und zwar können die Fische hier vermutlich ein bisschen abhauen. Sieht das hier aus? Lass uns mal gerade eben das Gewässer ein bisschen angucken. Okay, die können hier rüber, die können da hinten raus. Okay. Hoppla. Kleines Leck hier. Egal, das macht nichts. Können wir da auf die Steine drauf? Ja, da können wir drauf. Perfekt. Oha, guck mal. 1, 2, 3, 4, 5 Angelplätze. Okay. Wir gehen dann einfach mal hier zu Platz 4. Ne? Der gefällt mir. Der gefällt mir ganz gut. Da können wir hier rüber spinnen. Wir können darüber spinnen. Also spinnen können wir auch so, ohne Gewässer, aber okay. Das wäre 5. Oh, das geht so weit darüber, ne? Wahnsinn. Schon groß, das Ding. Wir haben klarer Himmel. Wir können das Wetter ändern. Wir können die Tageszeit ändern. Das ist alles schon mal gar nicht schlecht. So. Was ein Auto haben wir da auch hier? Was ist das für ein Auto? Keine Ahnung. Ja gut, dann würde ich sagen, holen wir doch mal hier die 2. Ne, die 1. Nicht die 2, die 1. So, das ist unsere Spinroute. Da haben wir unseren Twister drauf. Ne? Schmeiß mal den doch einfach mal hier so rüber. Mal gucken, was wir da so hinbekommen. Der Köder hat schon am Boden verfangen. Das ist natürlich sehr gut. Geht schon gut los. Viel zu weit geworfen. So, jetzt sind wir im Wasser. Okay. Was haben wir hier Schönes? Okay, da müssen wir viel mit der Geschwindigkeit arbeiten. Gucken, ob wir noch irgendwann einen Haken kriegen. Haben wir da schon was? Da haben wir tatsächlich schon was dran. Warte. Amerikanischer Hecht. Okay. Aber nehmen wir mit, ne? Aber der würde 5 XP geben. Ja, wir nehmen den mal mit. Oh, und da schwimmt ein Baum vorbei. Schwierig. Werfen mal darüber. Der Köder hat schon Baum verfangen. Ah, nee, doch nicht. Da leckt es ziemlich. Sind allerdings 60 FPS, die wir haben. Also von daher. Gut. Wir haben hier Indikatoren neben der Rolle für die Schnur, für die Rute und für die Angelrolle. Die Schnur hat jetzt Druck, also haben wir einen Fisch dran oder sowas. Haben wir, nee, haben wir nicht. Er macht nicht, was er soll. Der Twister macht nicht, was er soll. Gespannt. Soll ich euch Musik anmachen? Es ist halt die Frage, wenn da ein Fisch bei ist, müssen wir den anschlagen oder hakt der so? Da haben wir noch schon. Noch einen amerikanischen. Ist auch wieder so klein, ne? 5 EP, 8 EP. Komm, den geh mal frei. Der soll nochmal zurück. Gut.
Andere Plätzelchen. Ich will ja nicht nur Hechte fangen. Also das ist ja, Hechte sind ja. Habe ich noch ein Kloß? Ja, ist richtig. Guck mal, wo wir hier noch hinkommen. Was wir hier noch so machen können. Oh, hier haben wir eine schöne Brücke. Da kommen wir auch. Das ist schwierig, Gewässer, das hier. Also, das hat kontinuierlich 60 FPS. Weil es das hier ein bisschen ruckelig aussieht. Das ist wohl nur die Unterwasser-Animation. Da ist ein Fisch. Rotlachs. Der mag vermutlich den Köder nicht, ne? Den würde ich auch nicht wollen, das komische gelbe Gummiding. Immer auch lecker, ich esse die auch gerne. Was? Rotlachse? Oder diese Gummiköder? Jetzt weiß ich natürlich nicht, können wir hier. Ah, hier, guck mal. Okay, wir haben nur diesen zur Auswahl. Ja, dann müssen wir mit den Mädchen tanzen, die da sind. Ne? Schmeißen wir das Ding nochmal hier raus. Mal gucken, ob wir da irgendwas anderes kriegen. Klatsch. Haben wir hier was? Also die Unterwassercam ist schon ganz nett, muss man ganz ehrlich sagen. Ne? Ist jetzt vielleicht nicht für jedermann was, aber ich finde das schon ganz interessant. Eine Ente. Oh, zwei Enten. Toll. Da gestaltet sich das Ganze schon ein bisschen schwieriger, hier Fische zu bekommen, ne? Ja gut, ja, Standort wechseln, genau. Hallo Katze. Hier, wenn der Köder nicht im Wasser ist, können wir natürlich nicht gucken, ne? Das ist halt traurig, aber okay. Ah, jetzt sind wir im Wasser. Ob wir irgendwo Fische finden. Da schwimmt eine Ente rum. Die lässt sich vermutlich nicht fangen. Aha, da haben wir einen. Oha. Der reißt uns aber wild an der Schnur, ne? Er geht voll in die Bremse rein. Dann holen wir uns den doch mal hier. Das wird wohl irgend so ein Wels sein. Ja, 9 Meter weg, 8 Meter, 7 Meter, 6 Meter. So. Ein Katzenwels. Na, Katze? 0,93 Kilo. Der bringt 1,25. Wollen wir den behalten? Das sind 4 EP. Da 6 EP wird der bringen. Ja, dann holen wir uns erstmal ein bisschen Silber hier raus. Ne? So, das war schon mal Nummer 1. Das ist schon mal ein guter Anfang. Also sind ja hier Fische. Dann schmeißen wir das Ding mal weiter aus. Katzelein, was ist los? Wie gesagt, das ist nur ein Pre-Release. Was da jetzt dann am Release-Tag in der Early Access kommt, keine Ahnung, habe ich keine Infos. Vermutlich würde es schon ein bisschen mehr sein. Ja. Dann mal nächsten. Oha. Abgegangen, okay.
hat sich verabschiedet. Darf mal neu aus. Vielleicht mal in die Richtung? Ja, gegen die Flussrichtung, ne? Glaube ich, ein bisschen effektiver. Zumindest sind ja Fische da. Das sind jetzt höchstwahrscheinlich alles nur Wels, die hier beißen. Aber okay, dann müssen wir damit klarkommen. Er dreht sich halt nicht. Er hat keinerlei Bewegung. Oder backt rum. Kann ja auch sein. Hätte mal schneller ein hier. Den Hecht, den wir da gefangen haben. Ja. Katze, was ist? Wir haben wieder so einen amerikanischen Hecht. Wir behalten den einfach mal. Das Problem ist, also was ich jetzt direkt schon nach den paar Fischen feststellen kann, man hat kein Gefühl im Drill. Ja. Also es ist definitiv nicht wie in RF4 von der Drill-Systematik, von der Mechanik her, vom Gefühl. Es ist definitiv eine ganz, ganz andere Geschichte. Also man fühlt den Fisch nicht wirklich. Ne? Du siehst zwar, es ist ein Fisch dran, aber dabei bleibt es dann auch. Muss man sich eventuell dran gewöhnen. Vermutlich wird er doch bei größeren Fischen, denke ich mal, ein bisschen anders aussehen dann letztendlich. Dass man da höchstwahrscheinlich eventuell ein bisschen anderes Gefühl dafür bekommt. Wir machen einfach mal weiter. Wobei, nee, wir gucken mal gerade in unser Fischernetz. Was haben wir da drin? Da haben wir den amerikanischen Hecht, den Katzenwels, der bringt tatsächlich ein bisschen mehr Geld. Ne? Das hier, wir haben 1000 Dollar, wir haben 30 EP. 4 von 30, also 4. 30 Fische kriegen wir rein. 2,1 Kilo haben wir. Wir können uns ja mal die Modelle kurz angucken. Der Katzenwels sieht gut aus, würde ich sagen, oder? Der sieht hübsch aus. Katze, sei doch mal ruhig. Dieser Hecht, amerikanischer Hecht, sieht auch gut aus. Der Hechte, das Modell ist gut gelungen. Die Färbung ist natürlich schön. Die sind alle gar unterschiedlich. Ne, der ist jetzt kleiner. Wie groß ist er? 24 cm. Hecht, jawohl. Hier haben wir nochmal so einen amerikanischen Hecht, Hecht, Hecht. Und da haben wir den Kettenhecht von eben. Katze, ne? Dreht hier ein bisschen durch, aber ist nicht schlimm. Jetzt können wir die hier freigeben. Wir können die aber auch verkaufen, ne? Ich würde sagen, wir versuchen mal, so viel wie möglich Fische zu bekommen. Fische. Und gucken mal, was wir da geldtechnisch machen können. Weil ich hätte gerne ein anderes Spinnrudel. Wenn ich dazu sagen darf, das ist ein bisschen schnell, glaube ich. Mal gucken, ob wir da doch hinkriegen, ohne die Unterwassercap zu benutzen. Und bisher haben wir halt nur so die gleichen Fische. Zähne sind Minimum, was man haben muss. Das war nichts mit Fisch, ne? Gucken wir mal, wir stellen das Ganze mal auf 30, vielleicht. Das hat vom Speed her ein bisschen interessanter. Wobei die Hechtis und die Welse, die sind ja doch schon eine Nummer schneller unterwegs, ne? Die sind halt ziemlich weit oben. Ne? Wir haben jetzt hier, jetzt sind wir auf einen halben Meter, auf einen Meter. Vielleicht sollten wir mal auf einen Meter angeln. Das wird halt unten angezeigt unter der Rolle. Die Tiefe und die Entfernung. Wir sind knapp 22 Meter weg und um 1,30 Meter Tiefe. Da muss man halt so ein bisschen Stop and Go machen. Dass die Fische halt Bock auf den Köder kriegen. 50 cm, 70. Also ist so was für die späten Abendstunden. Er rattert da rum. Das ist bestimmt wieder so ein Wels.
knattert da schön drin. Das hört man schön die Welle, die Bremse am Knattern hier, ne? Ist er hin? Hallo? Da ist er. Zieht nach unten. Was ja jetzt nicht zwingend schlimm ist. Ne? Kann man ja ruhig machen. Holen wir uns den doch raus hier. Och, eine Regenbogenforelle. Wo ist sie denn? Wo ist sie denn, die Regenbogenforelle? Wow, er schon wieder hier. Geh du mal nach Hause. Tschüss. 840 Gramm. Das Modell ist natürlich sehr schön, ne? Glück. Müssen wir mal auch behalten. Da müssen wir doch gleich mal rausgehen und gucken, ob wir die irgendwo sehen. Da ist eine Regenbogenforelle. Wie sieht die denn aus? Die sieht sehr hübsch aus. Guck mal einer an. Ist gut gelungen. Würde ich sagen. Die kann man auf jeden Fall angucken. Ja. Sieht ganz brauchbar aus. Die tanzt doch schön. Eine Tanzforelle. Eine Regenbogenforelle. Haben wir schon 41 von 100 EP. Sehr gut. Und die bringt tatsächlich 2,08 $. Das ist doch ordentlich. Das ist doch okay. Da kann man mit arbeiten, oder? So, nächster Versuch. Vielleicht kriegen wir ja dann eine Regenbogenforelle, die wir auch am Haken sehen, ne? Wäre halt ganz nett. So zwischendurch. Mal wieder zu hoch. Da muss man drauf achten, dass man nicht gnadenlos das Ding da durch Wasser zieht. Vielleicht haben wir damit Wobbler bessere Chancen. Die haben ja eine gewisse Tauchtiefe, auf der sie dann bleiben. Oder mit Spinnern. Das weiß ich halt nicht. Ich habe eben mal kurz im Shop reingeguckt. Eventuell sollte man sich da einfach mal noch so ein Spoonie kaufen oder sowas. Um zu gucken, ob man damit was Besseres findet. Also an Fischen. Böse rein hier. So, da ist er. Oha. Der knallt gleich richtig drin. Ja, man hat halt nicht das Gefühl wie bei R4 mit dem Drill an sich, ne? Das ist schwierig. Du siehst zwar, der Fisch ist dran, er kommt näher, du landest den noch, das ist kein Problem. Da haben wir einen Schaukelfisch, oha. Da haben wir einen Rotlachs, 50 cm, 17 EP bringt der, 12,55. Wir sollten mehr Rotlachse fangen, Leute. Wir sollten safe mehr Rotlachse fangen. 1,8 Kilo hat das gute Stück. Wenn er aufhört zu schaukeln, wir haben hier ja auch eine Waage, sieht man da, ne? Die pendelt so ein bisschen hin und her, weil er sich am Bewegen ist. Aber den behalten wir auf jeden Fall. Der würde 26 EP beim Freigeben bringen. Aber egal, wir nehmen den mit. Der gefällt mir. Rotlachs ist ein guter Fisch. Also müssen wir Rotlachse fangen. Müssen wir gleich mal in den Angelladen gucken. Ob wir da schicke Spoonies finden. Ob da irgendwie eine Beschreibung dabei steht. Welche Fische auf diese Köder gehen und welche auch nicht. Ne? Kann man sich halt bestimmt mal angucken. Das kommt, also vom Gefühl her kommt es eher in Richtung Fishing Planet, muss ich ganz, ganz ehrlich sagen. Gut, ich bin halt eben auch ja, viel gewohnt, ne? Da haben wir doch ein paar Minuten länger drin verbracht, wie in allen anderen Angelspielen zusammen, die wir so gespielt haben. Ich dazu sagen darf, was schwimmt da? Die Ente schwimmt auf dem Kopf, okay. Kann man auch mal machen, Ente. Alles gut. Soll ich einen Arzt rufen?
Es sieht auf jeden Fall gut aus. Also, es sieht zumindest brauchbar aus. Wenn da noch was an der Drillphysik gemacht wird, dass man halt merkt, man hat einen Fisch dran. Ein Barsch. Da. Ja. Oh, da. Zwei Barsche. Die wollen meinen Köder haben. Lass mal die nochmal da rein. Dran. Der macht aber auch wie die Hölle, ne? Der zieht ganz schön ordentlich, der kleine Barsch da. Die Einholgeschwindigkeit hoch. Die Fische werden auch müde. Wenn es mal hängt am Stein. Okay, den kriegen wir da so nicht raus, würde ich sagen, oder? Oder kriegen wir? Ne, kriegen wir da nicht raus. Das mal ganz anders lösen, ne? Da müssen wir hier mal lang gehen. Hoffentlich geht die Schnur nicht kaputt. Lass mal den halt eben mal hier so rauskurbeln. Lass mal den hier wegholen. Ne? Soll nicht das Riesenproblem darstellen. Können wir ja hingehen. Den Gelbbarsch. Ja gut, den sehen wir jetzt auch nicht. Der bringt aber auch 3,62. Den behalten wir auch mal. Dann würde ich doch spontan behaupten, wir werfen einfach mal hier rüber, so mit halber, dreiviertel Stärke. Gucken wir uns das Ding hier mal an. Halt, wir müssen den unbedingt absinken lassen. Jetzt immer auf 88 cm. Okay, wir hängen am Boden fest. Das sind die schönen Rotlachse. Wo sind sie? Spannend. Ach guck mal, da sind ja doch noch Leute am Angeln. Guck an. Barsch 99 Gramm, Katzenhals ein halbes Kilo, Katzenhals 620, Regenbogenforelle 4,7 Kilo. Okay. Und doch ein paar Leute hier. Keine Ahnung. Tatsächlich ein paar da. Sollten wir möglich halten. Also aktuell ist die Regenbogenforelle mit 4,7 Kilo ist tatsächlich das Größte, was man da so finden kann. Aber hier, da haben wir nichts. Also, schön oder was? Ah ne, polnisch. Deutsch. Machen wir hier, kann man durchklicken, alle möglichen, General, okay. So. Lasst mal hier im Geschäft gucken. Nach Spinnern. Kunstköder. Spinner. Zum Warenkorb. Kann man die kaufen oder kann man die nicht kaufen? Das ist jetzt hier die Frage, ne? Ich meine, wir haben ja 1000 Dollar. Ich würde ja sagen, wir holen mal so einen. Aber das geht nicht. Jetzt kaufen geht auch nicht. Ist gesperrt. Achso, brauchen wir Level 3 oder was? Ja, Level 3 brauchen wir da. Okay. Angellöffel. Level 2 brauchen wir da. Okay. Level 6, Level 13. Softbase Level 1, Level 1. Season 3. Dann jetzt kaufen. Den haben wir. Kaufen wir den noch. Kaufen wir den weißen, brauchen wir nicht. Der ist free, den haben wir. Den haben wir auch. Ja. Kann man dann noch schön.
Rocks. Level 12, okay. Minus Level 6, Level 8, Level 15, okay, das ist Level abhängig. Wobbler können wir noch nicht benutzen. Die könnten wir tatsächlich, Brot und Regenwurm könnten wir nutzen beim Grundangeln. Ja, bei der Pose. Level 2, Teig. Made, Fischabliegenlarve, Level 3, Caster, Level 3, Käse, Level 5. Okay. Was haben wir hakentechnisch hier am Start? Drillingshaken, gibt keine. Karpfenhaken. Okay, doch, gibt Drillinge. Ja, aber die Futterkörbe gibt es auch. Guck an hier. 100 Gramm Fiederkörbe. Vorfächer, Mono, Stahl, Titan und Draht. Da wäre wohl tatsächlich, da geht gar nichts. Angelposen gibt es ein paar. Leiderposen, Wackler, Pullfloats, Board, Ball und Sinkerposen. Schnur gibt es auch. Jetzt weiß ich nicht, sollen wir uns eine andere Schnur drauf machen? Die könnten wir kaufen. Die hat eine Stärke von 1,3 Kilo. Wir haben 0,78er drauf, wenn ich mich nicht irre. Wir kaufen die einfach mal. So, wir haben ja noch ein bisschen Geld. Fluorocarbon. Können wir noch nicht. Die können wir erst ab Level 4 kaufen. Okay, dann müssen wir uns mit der Mono flochten ab Level 2. Ist auch okay. 1,8er, 2,78 ab Level 3. Ja, dann lassen wir es einfach mal bei der Mono da. Angelrollen gibt es auch. Die Katana 1000 könnte man halt für 600 Dollar kaufen. Schwierig, die kosten nur 1 Dollar. Okay. Warum kostet die nur 1 Dollar? Ist bestimmt ein Fehler. 7,5 Kilo. Spinrollen. Universalrollen. Casting. Okay, da ist noch lange nicht alles drin. Routen haben wir auch. Die Spinroute hätte ich gerne, eine schöne. Können wir uns erst mit Level 2 leisten. Die hat dann eine Stärke von 1,36 Kilo. Das wäre dann schon was Besseres mit 2,27. Universalrouten. Großen Routen. Also Universalrouten haben wir ja. Ja. Ja, guck mal, bauen wir einfach mal hier unsere Route um. Ne? Machen wir hier mal die andere Schnur drauf. Und zwar die. Die haben wir zweimal gekauft. Die haben wir schon. Ah. Okay, egal. Macht nichts. Dann lassen wir die halt einfach drauf. Warum auch immer die eben nicht angezeigt wurde. Dann machen wir jetzt mal den hier drauf. Benutzen. Rollen haben wir. Wir haben noch eine 4,5 Kilo. Das ist eine 3 Kilo Barracuda. Das ist eine 4,5. Okay. Da machen wir uns einfach die drauf. So. Level 3. Achso, die kann man erst mit Level 3 benutzen. Hä? Die ist doch drauf. Da 43 Meter. Ausgerüstet. Die will ich doch gar nicht. Das sind 175. Mach mal die doch mal drauf. Können wir nicht drauf machen? Doch, die haben wir ausgerüstet, ne? Ich werfe mal die nicht weg, vielleicht können wir die verkaufen. Ne, gibt nichts. Die gibt 18, die gibt auch 18. Doch, die 1,3. Okay. Muss man nicht verstehen, oder? 2,5 Kilo, machen wir da drauf. Da sind wir zwar 1,2 Kilo über der Schnur, aber ist ja erstmal egal, ne? Z2 wäre hier unsere Hosenroute, da haben wir die 4,5 Kilo Rolle. Ja gut, dann. So, gucken wir mal, ob wir hiermit jetzt was fangen, ne? Ob das funktioniert.
absinken lassen. Dann gucken wir mal. Schauen wir uns das Ganze doch mal an. Halt auch nicht dabei, für welche Fische die geeignet sind. Ne? Aha, Rotlachs. Ist gut. Den wollen wir. Der Unterwassersound ist zu laut, man versteht dich da kaum. Hallo, Rafe. Ja, muss ich mal gucken, ob man den, der ist abgerissen, ob man das irgendwie ändern können. Warte mal. Audio, FX-Volume vielleicht. Oh. Jetzt mal gucken, ob das so geht. Das ist allgemein ziemlich laut, also. Nee, den kann man nicht ändern. So. Gerade gemacht. Aber ist immer noch laut, ne? Aber einen kleinen Barsch dran. Ein kleines Barschilein. Gelbbarsch. Na, immerhin, gibt 1,95. Behalten. Verlegen. Wieder Geld. Wir brauchen ja Geld. Wir haben jetzt Geld ausgegeben, ne? Also die Farbe scheint tatsächlich nichts auszumachen, was die Köderfarbe angeht. Kann denken, absinken lassen, diese komischen Twister hier. Wassercam ist schon so ein Highlight. Hier steht so eine Regenbogenforelle. Auf 13 Meter, so 14, 15 Meter irgendwo. Schade, dass die nicht wollte. Miki, hi, servus. Schade, dass die jetzt nicht wollte. Das müsste da irgendwo um den Steg rum sein. Also machen wir mal den hier. Machen wir den da. Gucken wir, ob wir die wieder finden. Ne? Wie geht es, Miki? Alles gut bei dir? Und Rafe, wie geht es dir? Ganz vergessen. Sorry. Da ist er. Joa, alles gut. Wir haben hier einen Pre-Release-Key bekommen. Von den Entwicklern.
Oh, was haben wir denn da jetzt? Kleiner Hecht oder was? Ganz gut. Ja, dann ist doch wunderbar. Dann müssen wir uns das ja auch mal angucken hier, ne? Wenn man schon so ein Key bekommt. Ein Kleinmaulbarsch. Okay, doch kein Hecht. Ein Kleinmaulbarsch. Schon mal gehört? Kleinmaulbarsch? Was sind die mit dem kleinen Maul? Die fressen halt den ganzen Köder, ne? Von wegen kleines Maul. Ja, hast du schon gehört? Okay. Ja, behalten. Was sagt unser Level? Unser Level sagt 66 von 100. Und das Profil hier, das Fischernetz sagt, wir haben 9 von 30 Fischen gefangen. Das ist definitiv mit Abstand der schönste Fisch bisher. Die Regenbogenforelle. Wobei der Rotlachs auch nicht schlecht ist. Ne? Der sieht auch ganz gut aus. Wobei die Modelle eigentlich alle ganz gut aussehen. So, versuchen wir weiter unser Glück. Ich habe zwar null Plan, ob das jetzt farblich irgendwie zu diesen Viechern passt. Oder ob das nicht passt. Das sehen wir dann einfach. Zu hoch. Wieder nicht drauf geachtet, das war sinken, absinken. Da muss man penibelst drauf achten. Also haben wir jetzt einen Spinner kaufen können? Lass mal kurz gucken. Na gut, da können wir jetzt nicht gucken. Zubehör. Ah, da bin ich. Das Falsche. Oh, was hat denn ein Kürbiskernbarsch? Oder was bist du? Der sah ja lustig aus. Oha, ein Kürbiskernbarsch, guck an. Oho, der ist ja hübsch. Der sieht auch gut aus. Kriegt da ein EP, 3, 5, na komm. So. Wir haben natürlich nur diese hier gekauft. Ne? Mach mal den mal dran. Probier mal den mal. Schnell umbauen. Wieder her. Oder? Der liegt da so rum. Okay. Der funktioniert gut, habe ich das Gefühl. Den haben wir gleich verbuggt. Perfekt. Sehr gut. Dann lass uns doch mal zu einem anderen Angelplatz hüpfen. Dann ist er nämlich wieder frei. Ne? So. Gut. F3 wollte ich drücken, weil wir haben hier oben rechts, links haben wir so ein kleines Fragezeichen. Machen wir mal F3. Fangen Sie Fische einer beliebigen Art mit einem Gesamtgewicht von 10 Kilo. 74%. Fangen Sie viele Fische einer bestimmten Art. 10. Fangen Sie 10 Kilo von einer einzigen Fischart Regenbogenforelle. Wir brauchen mehr Regenbogenforellen, Leute. Das sind unsere Missionen hier, die wir haben. So. Ist halt doch nicht schlecht. Kann man sich halt schön anzeigen lassen. Wir uns, ach, hier waren wir doch eben schon, ne? Abrenner. In die Brühe, hopp. Durch den Boden. Erik? Auf Pink stehen die Fische hin, es gibt wohl keine Mädchen oder sowas. Ah doch, da haben wir wieder was. Dann haben wir wieder so einen Kürbiskernbarsch. Nee, der ist abgerissen. Schade. Schade, schade, schade. Also rein optisch gesehen ist es schon mal okay. Ne? Man kann sich angucken. Da kriegst du keinen Augenkrebs davon. Ist soweit stimmig.
Texturen sind vielleicht ein bisschen, naja, teilweise, wie hier das Gras auf dem Felsen beispielsweise oder das Moos, was da angedeutet ist. Ist kein, ja, würde ich sagen. Ist nicht unbedingt ein grafisches Meisterwerk, aber das Hauptaugenmerk liegt hier auf dem Angeln, nicht auf schöner Grafik. Würde ich spontan behaupten. Wieder irgendwas abgerissen. Ja, abreißen können wir, ne? Abreißen lassen können wir. Das kriegen wir hin. Das kriegen wir hin. So, machen wir ganz mal so, wie wir das gelernt haben bei R4, ne? Auswerfen, schön 90 Grad zur Seite drehen. Dass wir auch immer schön Spannung auf der Schnur haben. Hab halt noch nicht den Clou raus mit dem Anschlagen. Das ist nur per Rechtsklick hier so funktioniert. Oder ob das eventuell auch einfach so hakt, das Fischlein. Keine Ahnung. Wieder weg der Fisch. Kommt unser Twister wieder her. Da wollen die Fische nicht so ganz drauf. Also nehmen wir einfach mal den hier wieder. Hat man ganz am Anfang drauf, der ging eigentlich ganz gut. Ne? Versuchen wir wieder mit dem. Zack, und raus damit. Langsames Heben und Senken. Den so ein bisschen triggern hier. Nicht wirklich, ne? Fast 3 Meter Tiefe. Eigentlich schon viel zu tief, ne? Das ist halt eine Tiefe, die angelt man normal mit dem Wobbler. 2,5, 3 Meter. Außer das ist einer mit 5 Meter Tiefgang oder sowas. Komm du mal her. Hallo? Vorbeigezogen. Abgerissen, ne? Da ist er. Der Kürbiskernbarsch. Da ist er ja wieder. Es ist halt, es ist echt so eine Sache. Wie schnell drehe ich das Ding ein? Und wo stelle ich mich am besten hin? Wir gehen mal hier hin, da haben wir mehr Fläche. Weil das sieht auf der Map. Ach so, wir sind hier. Ich will aber doch dahin. WTF. Das heißt. Ich kann da nicht hin. Das wäre da hinter dem Gerümpel da, ne? Hinter dem Wall wäre das. Schwierig. Schwierig, schwierig. Ist die Frage, haben wir jetzt hier bessere Chancen, irgendwie Fische zu bekommen? Hier waren wir auch schon, ne? Sind wir da auf dem Steg, da passt auch noch nicht ganz so mit der Karte hier. Ah, schwierig. Ist die Frage, ist das hier unsere Spitze oder ist das unsere Spitze, wo wir hingucken? Wir drehen uns mal. Okay.
Kein Plan. Das ist wie Fahrradfahren. Neu lernen. Nach Jahren. R4 weiß halt instant, was du zu machen hast. Ne? Kennst deine Gewässer, kennst alles. Hier muss ich halt erstmal orientieren, was ist überhaupt für ein Kram hier unterwegs. Was können wir da fangen? Können wir da überhaupt was fangen? Ist beispielsweise, so wie ich das jetzt sehe, gar keine Fische. Vielleicht müssen wir da einfach nur tiefer angeln. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Jetzt sind wir auf 5 Meter. Aha, da haben wir einen Fisch. Hey mal, hi. Na, wie geht es? Alles gut? Halt wieder so eine Sache. Der ist weg, okay. Jetzt mal auf 2 Meter. 2,90, 3,50. Holla, die Waldfee. Habe ich den Sound kaputt gemacht. Bin doch nicht. Aber der Fisch ist weg. Toll. Okay, der Fisch ist weg. Schwierig, schwierig. Bei dir ist alles fit, ja. Das ist doch schön. Das ist doch wunderbar. Ja, ich würde gerne andere Spinner benutzen, aber wir kommen halt vom Level her nicht hin. Wir haben 72 von 100 EP. Und Spinner hier, Kunstköder, Spinner, kriegen wir auf Level 3. Das dauert noch ein bisschen, ne? Was hätte ich ja schon gerne, wenn ich das so sagen darf. Da kriegen wir mit Level 2, da kriegen wir, oh, das hier wäre auch was. Mit Level 2, da könnte man sich den zumindest mal holen. Level 1, Level 4, 12, minus Level 6, Level 3, ja, dann müssen wir gucken, dass wir halt hier die Angellöffel hier, dass man den da irgendwie 7 Gramm Spoonie, den können wir tatsächlich, könnten wir den benutzen, ne? Let's try again. Sowas würde ich ja schon gerne mal ausprobieren. Okay, auf jeden Fall kann man hier auch entspannt durch die Eco-Angeln. Wir sind noch 1,60 Meter, das ist okay. Wir haben Fisch, meine Damen und Herren. Wir haben Fisch dran, oder? Ja, wir haben Fisch, im Kürbis, kein Barsch. Wir hatten einen Fisch dran. Okay. Dann halt nicht. Warum die auch immer wieder aufschlitzen, das ist keine Ahnung. Hat schon ein bisschen komisch, ne? Ich meine, wir machen ja alles richtig, oder? Machen wir nicht alles richtig? Was meint ihr? Sagt was, für Angelprofis. Tab ist Quick Help. Unter Wasser kann man im realistischen Modus nicht verfügbar. Also gibt es verschiedene Modi. Jetzt sind wir auf 4 Meter. 3,50, 3,30, das ist halt auch wieder so was. Schwierig. Zieh mal ab. Am
Stein vorbei. Das ist jetzt wieder ein Bug. Den haben wir. Den haben wir aber. Gelbbarsch, okay. Bringt auch 2,79, das ist okay. Wir müssen da echt gucken, wie wir das auf die Reihe kriegen, dass wir da die Höhe richtig wählen. Also das ist, hat wohl doch schon ein bisschen so Aussagekraft. Die Höhe, auf der wir diesen komischen Twister hier durchziehen. Jetzt gerade irgendwie gar nicht funktioniert, weil er sich nicht dreht. Da hat er dann natürlich auch keine Funktion, ne? Wenn er sich nicht dreht, ist so ein Twister halt sinnlos. Gucken, dass wir so einen Meter bleiben. Vielleicht haben wir da ein bisschen mehr Glück mit Barschen. Kernbarsch. Da haben wir den kleinen 120 Gramm 16 Zentimeter. Werfen wir mal zurück. Sagen unsere Missionen hier. Okay. Fangen Sie Fische einer beliebigen Art mit einem Gesamtgewicht von 10 Kilo. Fangen Sie 10 Kilo von einer einzigen Ringbuchforelle, wurde zurückgesetzt. Warum auch immer. Keine Ahnung. Na egal. Das sind die Missionen halt eben. Müssen wir mal gucken. Vermutlich wird das System auch nochmal überarbeitet. Würde ich mal stark behaupten. Vielleicht ist es einfach zu warm hier. Es sind immerhin 25 Grad, ne? Vielleicht sollten wir die Tageszeit mal ändern. Köder nicht. Dann Kürbiskernbarsch. So hoffe ich. Ja. Ist weg. Ne, ist nicht weg. Da haben wir ihn. An 17 cm. Ach, der zählt noch hoch. So, lasst uns mal hier ein bisschen bewölkt machen. Morgens. Haben wir nur noch 14 Grad. Vielleicht haben wir da mehr Chancen, irgendwas zu fangen, ne? Kann ja durchaus sein, dass die Temperatur und die Tageszeit da durchaus so ein bisschen mit reinspielt, ne? Wieder dran. Kleinen Kürbiskernbarsch. Das ist halt null wert. Ist ja auch kein Wunder.
leicht wie die sind, ne? Was hat der jetzt? Wieder 120 Gramm. Lass mal die Fische jetzt mal alle raus, außer die bringen ein bisschen Silber oder ein bisschen Dollar. Ja, kein Silber, sorry. Ganz einfach. Das war unser Level-Up hinbekommen. Und zwar brauchen wir noch 14 EP. Das Level 2, da können wir uns quasi dann so ein Spoonie kaufen. Eben rumprobieren. Da schauen wir dabei ein bisschen mehr Glück, wer weiß. Könnte ja durchaus sein. Es ist auf jeden Fall besser wie Ultimate Fishing Simulator 1. Ja. Zum Playtest hin, den ich ja auch irgendwann mal gespielt habe, ist schon eine ganze Weile her. Hat sich auch einiges verbessert. Muss man ganz ehrlich sagen. Allerdings ist halt eben das Problem, dass es halt doch sehr arkadelastig ist. Also würde ich sagen. Vielleicht hat man ja dann, wenn das Spiel released wird am 22. Vielleicht hat man dann ja die Option, da Simulation oder Arcade halt auszuwählen. Das konnte ich jetzt hier nicht machen. Da war auf jeden Fall immer was im Gespräch, dass das passiert, dass das mit implementiert wird. Aber keine Ahnung. Oh, der ist aber schon größer, der Kürbiskernbarsch. 6 EP. Da brauchen wir nur noch 8. Also Kürbiskernbarsche gehen hier ganz gut, habe ich das Gefühl. Jetzt gucken wir mal gerade. Hier die zählen nicht hoch. Macht nichts. Alles gut. Mal, dass wir uns hier noch so ein paar Kürbiskernbarsche rausfummeln. Ne? 50, 30 einholen. War wieder zu hoch. Nicht aufgepasst. Also im Vergleich mit R4 kann man safe keinen ziehen. Weil doch komplett unterschiedliche Spielsysteme sind. Was man so sagen darf. Spiel hat auf jeden Fall seine Berechtigung. Braucht man nicht drüber zu diskutieren. Aber es wird höchstwahrscheinlich R4 nicht ansatzweise etwas erreichen können. Außer, dass im Release Branch noch weitaus mehr drin ist als jetzt. Da. Die Release-Version. Das Ganze kommt als Early Access am 22. Also ist auch mit Fehlern und Bugs zu rechnen. Aber das ist ja mittlerweile schon Standard. Da haben wir noch einen Kürbisbarsch. Bringt auch noch 5. Dann müssten wir jetzt gleich unser Level Up haben. Jetzt haben wir 3 EP brauchen wir noch. Die kriegen wir auch noch. Komm. Die kriegen wir auch noch hin. Die kriegen wir auch noch hin. Du sprichst zu leise. Warum? Ich rede ganz normal. Clemens. Ich rede ganz normal. Kann ja den Mikrofon schreien. Ja, da kann ich aber nichts für. Da passt alles, Mimik. Komm, Fischi. Also Kürbiskernbarsch geht höchstwahrscheinlich früh morgens, also in den Morgenstunden. Ne, das sagt ja keiner. Kann er halt nur sagen, dass ich am Mikrofon nichts umgestellt habe. Kann höchstens ein Pegel 5
5 Punkte höher stellen. Aber das wird wohl auch nichts bringen. Aber tatsächlich keinen Fisch gefangen. Frechheit. Oh je, zu weit. Ja, hat schon Boden verfangen. Haben wir gut gemacht. Müssen wir erstmal einen Köder oben über den Bärsch drüber ziehen, so ein bisschen. Na ja, so. Hüpf. Sind wir jetzt im Wasser? Ja, wir sind im Wasser. Sind wir wieder zu hoch? Hier sind auch keine Fische, ne? Da ist nichts drin. Was war das? V war das, ne? Auf V geht nichts. Okay. Einen Angelplatz anwählen hier. Wo gehen wir hin? Da waren wir noch nicht, oder? Old Bridge. Gehen wir da hin. Hier waren wir wirklich noch nicht. Huch. Konnten so was passieren, dass wir da noch nicht waren. Hallo? Okay, dankeschön. Oh. Achso, das ist die komische Mühle da hinten. Doch, hier waren wir doch schon, oder? Keine Ahnung. Krieg da nicht durch. Vielleicht haben wir jetzt hier ein bisschen mehr Glück. Wieder so ein Gelbbarsch dran, vielleicht reicht er ja zum Level up. Wer weiß. Clemens, da müssen wir halt mal gucken mit den Einstellungen, ob da irgendwas im OBS geändert werden muss oder was weiß ich wo, keine Ahnung. Ein Kleinmaulbarsch haben wir da, okay. So, 5, 6 EP. Behalten wir, der bringt 2,50. 5 Minuten Boost. Geld und EP. Okay. Das ist jetzt das Ding bei dem Level up. Was wir eben gelesen haben. Komm her, du Fisch. Und der bringt jetzt hier einen Boost. Ach ja, guck an. 3,49 bringt. Okay. Mit dem Boost. Das ist ja auch nett. Ist halt die Frage, macht das wirklich Sinn? Das macht vermutlich. Bei FPS. Macht vermutlich bei größeren Fischen um einiges mehr aus, ne? Spontan behaupten.
Peter Desai. Great to see Anna, Ultimate Fishing Simulator 2 on stream. Yes. Got a key and I try a little bit. Just a little bit testing. Also wirklich viele Fische sind hier morgens auch nicht da, ne? Warum auch immer sind die alle. Abendstunden werden vermutlich auch nicht besser sein, ne? Machen wir mal klarer Himmel. Klarer Himmel ist auch gut. Stein, auch gut. Schon 2 Grad mehr, also 16 Grad sollte doch eigentlich okay sein, oder? Ja, meine ich, das ist zu kalt. Normalerweise ja nicht so. Na, die schauen wir aber noch schön dran, ihr kriegt hier. Ah. 1,5 Kilo. Plus 4 EP, okay. Ja, guck mal einer an. Brauchen wir ja gar nicht so weit auswerfen, wenn die zum Schluss kommen, ne? Oh, da stimmt noch einer. Oder ob wir da irgendwas jetzt gerissen kriegen hier. Also es gibt auch die berühmten Nachläufer. Die man gerade unschwer kennen konnte, ne? Die gibt dann wohl auch in diesem Spiel. Auch wieder einer für uns hier. Klein macht nochmal so ein Ding. Okay, unser Bonus ist vorbei, leider. Der hat auch knapp ein halbes Kilo. Das heißt, wir können jetzt theoretisch, da wir ja Level 2 haben, ne, haben wir jetzt auch wieder 1005 Silber, Dollar, Gold. Gucken wir mal hier rein, was jetzt das Fischernetz sagt. Könnte man noch 30 Fische fangen. Also levelt das jetzt nicht mit unserem Spielerlevel hoch. Jetzt ist die Frage, wann levelt dieses Fishingnetz? Ja. Die 15 Kilo hatten wir eben schon. Und hier sind jetzt die 16 Fische, die wir gefangen haben. Für anderthalb Stunden oder eine Stunde 40 ist das jetzt nicht so dramatisch viel. Okay. Aber wir können da ein bisschen Geld machen. Könnten wir theoretisch in das Aquarium setzen. Ne? Wir können ja mal spaßeshalber hier so einen kleinen Fisch hier, so einen Kürbiskernbarsch hier, den setzen wir einfach mal in das Aquarium. So, dann gucken wir uns den nachher mal an. Den Rest verkaufen wir jetzt erstmal. Jetzt steigt nämlich die Kohle hier an. Jetzt haben wir schon 1010. 1000 so viel, 1030. Das ist okay. So, jetzt. Wollten wir uns hier... Ne, das ist das Falsche. Wir wollten ein Geschäft. Und zwar, oh, guck mal hier. Das schalten wir jetzt... Für Level 3 schalten wir das frei, ne? Können wir das schon so kaufen? Ne, können wir ja nicht benutzen. Das ist die Homepage. Pakete.
Level 3, Level 7. Das sind halt so ein paar Köder. Angelsets. Spinning for Beginners, Level 3. Könnten wir uns leisten. Floatset, das ist halt wieder. Ja, Dings, wie heißt es? Da haben wir noch Spinning Pro Set mit Level 14. 7000 Dollar. Ja, gut, das sollte aber theoretisch sollte dann machbar sein. Die Preise sehen erstmal auch so ein bisschen erschreckend aus, ne? Definitiv. Aber wir könnten uns jetzt hier tatsächlich eine Spinroute kaufen. Für 350 Dollar. Ja. Universalrouten haben wir jetzt keine neue dazu bekommen. Posenrouten haben wir auch keine neue. Die Spinroute, wie gesagt, diese 1,3 Kilo Spinroute könnten wir kaufen. Baitcast-Routen sind keine. Feederrouten sind auch keine drin. Schade. Angelrollen. Barracuda können wir erst mit Level 3 kaufen. Könnten diese 1,8 Kilo Rolle, die Panda 1000 holen. Da passt halt nicht viel Schnur drauf, ne? Übersetzung hat sie 5,2 zu 1. Ist relativ langsam. Aber schön. Von jeder Seite eine Ansicht. Sieht halt schick aus. Voll Metall, so wie es aussieht. Ist okay. Durchaus. Universalrollen. Spinrollen haben wir auch keine separaten. Casting auch nicht. Die kommen höchstwahrscheinlich dann im Release. Gehe ich mal stark davon aus. Jetzt haben wir hier noch Monoschnur mit 220. Mit 1,43. Dann haben wir noch eine 1,8er Schnur. Das ist schon wieder Level 3. Das hier ist aber eine Braid. Die ist geflochten. Ne? Das heißt, wir könnten jetzt theoretisch upgraden auf 220. Was ja eigentlich Schwachsinn ist. Geht ja aktuell so. Hosen haben wir auch. Da können wir hier die. Könnten wir kaufen. Ne? Da können wir nichts kaufen. Wackler können wir auch keine kaufen. Erst mit Level 3. Die, das ist ja die eine, die wir gerade geguckt haben. Ort könnten wir kaufen. Ball noch nicht. Zinker auch nicht. Ohrfächer. Können wir gar keine kaufen. Da Körbe nur den einen. Haken. Hat Köderhaken. Reishaken haben wir mit Krake. Octopus BL. Keine Ahnung. Was sollen die gut sein? Für Karpfen eventuell. Karpfhaken haben wir separate hier. Karps. Da. Lifebait für Lebendköder. White Gap. Die haben halt eine weite Öffnung. Für große Fische halt. 6er, 4er, 2er, 1er, 1-0er, 4-0er, 5-0er, 6-0er, 7-0, 8-0, 9-0, Alter. 9-0er Haken. Guckt euch die Nummer an. Und schon wild, ne? Ist für Level 36. Da sind wir ja lange noch nicht. SKU, keine Ahnung, was das heißen soll. Das ist vielleicht die Belastbarkeit vom Haken selber, was der aushält. Eventuell. Hier könnten wir jetzt tatsächlich schon zwei neue Köder kaufen. Wir könnten Made und wir könnten Teig kaufen. Lebend. Natürlich. Kunstköder. Wollten wir uns den hier kaufen. Den kaufen wir jetzt auch für 13 Dollar. Ist zwar teuer, aber okay. Macht nichts. Dann gucken wir bei den Spinnern, was wir da haben. Die sind Level 3 erst. Die Softköder hier. Halten wir die nächsten mit Level 4 frei. Frösche mit Level 12 erst. Das sind halt auch irgendwelche. Keine Ahnung, wie soll ich sagen? Blinker, Spinner. Sind das Gummiköder? Ja, das sind Kunststoffköder, Plastikköder. Okay. So, dann haben wir die Minos. Die kommen mit Level 6. Die können wir uns auch mal angucken. Die sehen halt gar nicht mal so schlecht aus, ne? Da haben wir dann auch eine gewisse Tauchtiefe mit drin. Das hier sind auch irgendwelche Topwater-Wobbler oder sowas. Kriegen wir mit Level 3 die nächsten. Dann Wobbler mit Level 7. Da haben wir auch nur 3 aktuell. Binary gibt es doch nichts. Senkblei. Blei brauchen wir jetzt nicht zwingend. Bundessenkblei. Tränen. Bleioliven. So, was haben wir noch? Zubehör. Da.
Rodpod, Rod Support könnten wir uns kaufen mit Level 3. Ne? Aber jetzt probieren wir erstmal den neuen Köder da aus. Jetzt, stopp, wie komme ich jetzt zu meinem Haus? Wie war das? Wie kam ich zu meinem Haus? Kann mir das einer sagen? Standort verlassen. Genau. Guck mal, ob wir den Fisch im Aquarium finden, ne? Und zwar, wie war das hier? Fähigkeit, neue Fähigkeitspunkte. Eine Fähigkeit. Erhöht die Wirksamkeit des Köders um 5% und beschleunigt die Zeit, bis ein Anbiss erfolgt. Oder wollen wir mehr Geld verdienen? Das hier ist die Zeit mit dem Bonus nach Level Up. Erhöht sich dadurch. Hast du das Spiel schon eher bekommen? Das sieht so aus, oder? Eile Sunset. Ne, gibt keine Möglichkeit. Das ist ein Key, der kam vom Entwickler. Das ist ein Pre-Release-Key. Also das ist auch nicht die Version, die jetzt am 22. released wird. Wenn du spielen willst, musst du leider bis zum 22. warten. Das ist halt eine Vorab-Version. Sozusagen. Wie soll ich sagen, eine Presseversion oder sowas. Sowas in der Art. Da sind wir jetzt knapp 2 Stunden dran. Mal so ein bisschen am Gucken. Wir haben eben Level 2 gemacht. Ersten Fische verkauft. Jetzt bin ich gerade überlegen, was wir hier skillen wollen. Wollen wir Fische im Aquarium wachsen 5% schneller machen oder wollen wir Wirksamkeit des Köders? Also ich glaube, wir machen die Köderwirksamkeit. Die ist, macht meines Erachtens nach Sinn. Dann nehmen wir auch. Die haben diese Fähigkeit schon. Ja, ich weiß. Habe ich ja gerade geskillt. So, jetzt, wie kam ich nochmal zu meinem Haus? Da, zum Wohnsitz gehen. Da können wir uns das Ganze hier mal angucken, ne? Wir haben ja 2 Aquarien. Hier. Da ist kein Fisch drin. Da ist auch kein Fisch drin. Schade. Das ist das Häuschen, was wir hier haben. Hier ist ein Fisch drin. Da schmeiß mal ein Würmchen drin. Da ist kein Vergleich möglich. Also zum aktuellen Zeitpunkt, was diese Release-Version hier bringt, gibt es da keinen Vergleich. Den hier haben wir in unserem Aquarium. Das hier ist ja auch keine volle Version. Das Spiel kommt noch als Early Access, also da wird sich vermutlich noch sehr, sehr viel tun. Sehr viel ändern. Es ist okay. Für Casual Player ist es auf jeden Fall okay. Mal abends mal eine Stunde, 2 angeln gehen will, denke ich mal, ist das auf jeden Fall brauchbar. Da füttern wir unseren Fischmann noch hier. Machen wir mal ein paar Würmer rein, dass er was zu fressen hat, der Arme. Also die muss man sogar füttern, dass die wachsen. R4 ist und bleibt halt aktuell der Top am Markt. Da wird auch vermutlich ein Ultimate Fishing Simulator und Call of the Wild, der Angler, wird da vermutlich kaum mithalten können. Wenn ich das so sagen darf. Das ist unser Wohnsitz. Zurück. Dann dort verlassen war das. Also R4 hat nicht aus irgendeinem Grund dieses, ja, wie soll ich das jetzt sagen, also eigentlich schon ein Alleinstellungsmerkmal. Haben wir da irgendwas freigeschaltet? Mit Level 3 können wir dann in die Slowakei oder wo das auch immer ist. Ilvasee, wo ist denn das? Ist das Polen oder ist das Slowakei, Tschechei, keine Ahnung. Ostroda. Hört sich ziemlich nach Polen an oder so. Egal. Dann gehen wir nochmal zum Jackson County. Gehen wir einen neuen Köder testen. Wie gesagt, einen Vergleich kann man jetzt mit dieser Version und R4 definitiv nicht ziehen. Das sind 2 Paar Schuhe. Das wäre jetzt Unsinn, da irgendwie einen Vergleich anzustellen. Das macht halt keinen Sinn. R4-Simulation, ja.
Ja, es ist einfach so, Oberstumpf, Hallöchen. Das ist richtig. R4 ist und bleibt halt eine Simulation. Eine harte Simulation, muss man sagen, wie es ist, ne? Und alles andere, was da so am Start ist, ob das jetzt Ultimate Fishing Simulator 2 ist oder ob das Call of the Wild der Angler wird, das wird vermutlich alles ziemlich casual bleiben. Das Beste, was Marc zu bieten hat, ist einfach so und das seit Jahren. Ein Zusammenspiel, Online-Aspekt, ja. Das ist halt von Entwicklern nicht anders gewollt. Ne? Da muss man halt einfach mit klarkommen. Da kannst du halt nur mit deinen Leuten zusammenspielen. Dass du halt keine anderen Spieler siehst, ist so ein Manko. Also für mich zumindest. Was haben wir jetzt hier? Funktioniert der hier? Oder funktioniert der nicht? Das hier ist halt so ein schickes Gimmick mit dieser Unterwasserkamera. Ist schon ganz lustig. Hier wirst du vermutlich auch keine anderen Spieler sehen. Ne? Genau wie bei R4. Ich glaube, das nächste Spiel, was da kommt, also der Angler, ist das einzige, wo man seine Mates dann dahingehend sehen wird auf der Map oder mit denen zusammen am Spot angeln kann. Ähnlich wie bei Fishing Planet. Aber auch nur in einer begrenzten Anzahl. Wenn ich das jetzt nicht ganz falsch im Kopf habe. Ob 8 Leute waren das. Hier fängt doch ein Kürbiskernbarsch. Oh, wieder viel zu schnell. Der sinkt sehr langsam ab, aber da haben wir wieder ein Hechtilein. Höschchen. Das ganz schön eilig hat. Da sind die Rollen halt nicht für gemacht. Da müssen wir erst Geld verdienen, dann müssen wir erst leveln. Sonst macht das hier alles keinen Sinn. Das sind halt nur kleine Routen mit kleinen Montagen, die nicht wirklich belastbar sind. Da müssen wir schon ein bisschen aufpassen. Da hast halt hier nicht das Gefühl im Drill wie bei R4. Brauchen wir nicht drüber streiten. Brauchen wir sich auch gar nicht drüber irgendwie auszulassen. Wird vermutlich auch nie so werden wie bei R4, gehe ich mal stark davon aus. Was auf jeden Fall mal angekündigt wurde, war, dass man wählen kann zwischen Simulation und Arcade, beziehungsweise Casual. Ne, Arcade, ne, Casual. Ob das jetzt mitkommt, keine Ahnung. Kann ich nichts zu sagen. Hash, die Leinert-Metz dran haben, der macht hier ganz schön wild. Zieht halt ab. Wir haben auch, by the way, nur noch 160 Meter Schnur auf der Rolle. Warum auch immer. Das waren mal 175. Anscheinend fressen die Schnur weg. Machen wir mal die Bremse hier mal hoch. Mal den reinkriegen. Ja, alles wieder so Sachen. Ne? Hier, du kannst deine Bremsen nicht über das Mausrad einstellen und musst das per Tasten machen. Was halt auch wieder nervig ist. Ich habe mir die gleich umgebindet. Ja. Fehlt so das ein oder andere. Aber das mag noch kommen. Okay. Das ist also die Abnutzung. Ja gut, wir haben jetzt nicht so viele Fische gefangen. 16 Stück waren das. Also, dass man da 15 Meter Schnur verliert,
Weiß nicht. Und dann in der kurzen Zeit mit den kleinen Fischen, ne, da war nichts wirklich Großes mit bei. Er hier hat halt voll Bock irgendwie. Warte, er zieht halt auch 40 Meter ab. Aber ich kann halt die Bremse auch nicht höher knallen, sonst sagt Fisch bye bye, ich hau da mal ab. Wir machen uns mal ein bisschen ran. Mal gucken, was er so macht. Zieht er dann wieder? Ja, da ist das Equipment, ist halt nicht gedacht für sowas, ne? Das Spielzeug, wenn man das mal so sieht. Das ist jetzt vergleichbar mit dem Anfänger-Spinner-Set vom Waldsee bei R4, sag ich mal. Und du merkst halt den Trill, du spürst vom Trill, spürst du nichts, ne? Du hast halt deine Anzeige, du siehst deinen Fisch hier, der ist jetzt auf 37 Meter gleich wieder. Du hast halt nicht wirklich ein Gefühl für einen Drill. Das ist, ja, hätte man anders umsetzen müssen. Vielleicht ist er jetzt mal ein bisschen dicker, ich weiß es ja nicht. Das ist auch nur so ein komischer Arsch da wieder. Jetzt muss ich Bremse wieder losmachen. Weiß nicht. Du hast halt nicht das Gefühl im Drill wie bei R4. Also gefühlt fühlst du gar nichts. Du musst natürlich auch aufpassen, dass du nicht deine Montage überreizt. Hast hier unten in der rechten Ecke hast du deine Geschwindigkeit für die Rolle, dann hast du deine Tiefe vom Köder, deine Entfernung, hast dann die drei Indikatoren hier, der jetzt in rote geht, ist für die Schnur. Dann hast du rechts daneben ist einer für die Route und ganz rechts, der dritte von den drei, ist die Angelrolle, die Belastung für die Komponenten ist. Das ist halt, ja, keine Ahnung, muss komplett umdenken. Das ist halt, keine Ahnung, eine andere Welt. Ich meine, ja, es macht irgendwo Spaß, ne? Klar. Es hat auch seinen Reiz, gerade mit der Unterwassercam. Aber so im Großen und Ganzen Konkurrenz für R4, ne. Definitiv nicht. Und das kann ich mit Sicherheit sagen, dass das nicht der Fall sein wird. Also da braucht sich R4 keinen Kopf machen. Hoffen wir mal, dass der Engländer konkurrenzfähig zu R4 ist, kannst du, denke ich mal, auch vergessen. Das wird, wenn du Call of the Wild gespielt hast, das wird höchstwahrscheinlich in genau dieselbe Richtung gehen. Wart mal für abends 1, 2, 3 Stündchen auf die Schnelle ein paar Fische zu fangen und fertig. Für den schnellen Angelspaß zwischendurch würde ich fast behaupten. Haben wir die Schnur so hart am Stissel hier. Und so dick kann dieser Barsch da gar nicht sein, dass der da so wild macht. So wild kann der gar nicht sein oder so groß. Kannst die Fische nicht ranpumpen, ne? Das geht nicht. Kannst zwar Vollspeed angeln, indem du linke Steuerungstaste drückst. Dann gehst du halt automatisch direkt auf 100% Geschwindigkeit. Kennt man ja auch aus R4, ne? Aber keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Ran kriegst du halt auch nicht gerade jetzt im Moment. Ne? Das ist jetzt so 34, 35 Meter. Jetzt kommt er wieder ein bisschen näher. Zieht wieder ab. Also wer R4 spielt und R4 kennt,
und da seine Erfahrungen gemacht hat, der wird safe kein Ultimate Fishing Simulator spielen. Der ein oder andere würde es vielleicht gut finden, aber es sind dann höchstwahrscheinlich auch Spieler, die in R4 so gut wie keine oder gar keine Erfahrung haben. Der haut aber ganz schön ab hier. Sind wir schon gleich auf 60 Meter weg. Das soll jetzt nicht dazu dienen, hier Ultimate Fishing Simulator 2 schlecht zu reden. Das ist halt meine Einschätzung dazu. Oder meine Sicht. Langsam bin ich gespannt, wie groß dieser Barsch ist. Ich meine, wir sehen den ja hier, ne? Der ist nicht so riesig. Würde ich spontan sagen. Der wird jetzt auch langsam müde, so wie der aussieht. Hat den Köder komplett geschluckt, ne? Wobei müde würde er. Da, ja, so ein bisschen müde würde er. Er kommt langsam. Meine letzten Wochen sehr viel Nachtangeln. Ja. Wenn ich ein bisschen angelegt bin, habe ich jetzt auch wieder mit R4 angefangen. Ja. Dann sei nicht enttäuscht von R4. Da gibt es momentan echt nur wenig, was wirklich funktioniert. Ich hoffe ja drauf, dass es demnächst dann mal einen Serverstart mit Fischmigration gibt. Dass sich das alles wieder resettet. Und die Spots sich neu verteilen. Allerdings ist da bisher noch nichts bekannt, wann da der nächste Serverstart sein soll. Beziehungsweise wann eine Fischmigration mitgemacht wird in dem Fall. Achso, das war die falsche Taste. Ja, ich weiß ja nicht, vielleicht haben sie ja irgendwas. Ey, haben das immer random gemacht. Soweit ich weiß. Hedge gibt es halt keinen. Hat nichts geplant aktuell. Also in Planung sind schon Sachen, aber hat nichts geplant, was man jetzt patchen sollte oder so, ne? Ich meine, es gibt Fische, um Gottes Willen. Man muss halt ein bisschen mehr Zeit investieren, wenn man was erreichen will. Aber das ist ja hier anscheinend auch nichts anderes mit diesem kleinen Barsch, den wir da am Häkchen haben. Nee, ohne Patch auf keinen Fall. Das ist schon klar. Ich habe ja gesagt, steht ja aktuell nichts an, was gepatcht werden soll. Außer kommt spontan irgendwas dazu, ne? Er haut halt schon wieder ab, ne? Jetzt hatten wir schon fast auf 30 Meter ran. Jetzt haut er wieder ab. Jetzt kriegen wir nochmal ein bisschen Schnur rein hier. Ich meine, es ist zwar schön, man sieht einen Drill, aber du spürst den Drill nicht hier. Das ist. Keine Ahnung. Ist nicht. Fehlt halt, das entscheidende Etwas fehlt. Also, das Feeling an sich ist nicht gegeben. Dass du halt merkst, der Fisch wird schwach oder der Fisch wehrt sich noch übel oder bei R4 merkst du das halt schön, ne? Das ist halt hier definitiv nicht der Fall. Jetzt sind wir unter 30 Meter, dann kriegen wir ihn jetzt. Hoffe ich doch mal. Wobei er sich immer noch dagegen stellt, ne? Jetzt zieht er wieder ein bisschen ab. Kannst halt die Bremse von der Rolle hier nicht zumachen. Funktioniert halt auch nicht, dann liegt da vermutlich alles um die Ohren, was du hast. Ich weiß ja nicht, ob die Rolle hier irgendwie verschleißt, keine Ahnung. Oder ob wirklich nur die Schnurlänge sich verändert als Verschleißindikator, keine Ahnung. Das hat ja Opa Schlumpf gerade eben angemerkt. Das wäre halt ein bisschen traurig. Ich meine, da kann man auch so ein Verschleiß, eine Verschleißanzeige zumindest im Inventar mit in die Items drin machen. Wird das Ganze halt nochmal ein bisschen realistischer gestalten. Ne? Jetzt pimmelt er da auf 28 Meter rum. Will halt einfach nur reinkommen. Ne?
Zieh da wieder ab. Da frage ich mich halt, wenn du mit so einem kleinen Barsch hier schon so trillst, ja. Was wird da dann erst, wenn du einen Tigerhai dran hast, den man angeln kann in Thailand? Aber wir hier die Rolle hat das halt doch die ganze Zeit, ne? Wenn ich jetzt hochdrücke, dann, keine Ahnung, vermutlich platzt sie. Wegen einem 600 Gramm Barsch oder so. Keine Ahnung. Wobei er die Schnur durchreißen wird. Gehe ich mal stark davon aus. Der Köder scheint zumindest zu funktionieren, was die Größen angeht, ne? Was haben wir dafür bezahlt? 13 Dollar waren das, gell? Also wenn wir jetzt 10 Dollar für diesen Fisch da bekommen, weil ich nicht glaube, dann haben wir die Kosten für den Köder auf jeden Fall schon drin. Er lässt sich halt noch nicht wirklich rindrehen, ne? Jetzt kommen da wieder ein bisschen. Jetzt kommen da ein bisschen. Das zieht er wieder ab. Ja. Ratterfisch. Wenn das jetzt ein Rotlachs wäre, würde ich ja nichts sagen. Aber das ist hier so ein komischer Barsch da. Man sieht ihn ja, ne? Man sieht ja, wo er ist. Jetzt bleibt er stehen. Jetzt zieht er wieder ab, der Sauhund. Halt, wie er halt spielt, ne? Und der ist jetzt nicht wirklich so groß, dass man sagen kann, okay, der kämpft 2 Stunden lang. Wobei ich halt null Plan habe, wie Barsch sich in der Realität verhält, ob der ziemlich aggressiv ist oder ob der ziemlich viel Kraft hat, keine Ahnung. Könnten jetzt theoretisch darüber laufen, dann sind wir näher beim Fisch. Aber ob wir den dann rauskriegen, keine Ahnung. Dann schwimmen wir vermutlich hier rüber. Zumindest habe ich jetzt hier in der Version schon mehr Fische gefangen in ungefähr derselben Zeit als damals in dem Playtest. Also wurde zumindest entweder die Fangquote irgendwie erhöht oder die Fische erhöht, dass mehr Fische da sind oder eventuell die Ködervorlieben geändert. Keine Ahnung. So, jetzt kriegen wir ihn aber, komm. Jetzt muss er aber doch mal verloren haben hier. 13 Meter noch. Komm her, Fischi. Ist aber schnell. Halt rasend schnell abzieht, ne? Dieser kleine Barsch. Aber jetzt wie ich dann nachher 3 Kilo oder so. Da täuscht in der Underwatercam nur. War wieder bei 20 Meter. Da muss er irgendwann mal keinen Bock mehr haben. Na, er hängt doch schon da wie ein Affe auf dem Schleifstein. Zieht er wieder weg, ne? Tja,
Der ist halt auch geil, ja. Der ist halt richtig wild hier. Der hat schnell entschieden, dass er mitkommen will. Die Entscheidung müssen wir ihm leider abnehmen, aber irgendwie will er das nicht. Warum auch immer. Ja, warum auch immer der das nicht will. Ich wollte gerade sagen, selbst wenn er mal ein Kilo wiegt, ne? Das hier ist halt schon, ja, ich weiß nicht. Ich finde das ein bisschen übertrieben, was der sich hier abhält. Bei den R4 hast du halt auch kein Problem mit so einem Barsch. Außer das ist vielleicht eine Supertrophy auf der falschen Route oder so, ne? Guck mal, er macht halt immer weiter. Muss ich die Bremse wieder weiter, noch eine Stufe weiter aufmachen, dass er überhaupt hier die Schnur nicht kaputt reißt, ne? Wir sind immer hart am Limit. Hat alles andere wie soll ich sagen? Ich meine, ja, klar, es macht Spaß. Okay, so ein Fischdrill macht immer Spaß. Allerdings hätte ich jetzt mit so einem kleinen Barschnitt da, oder bei so einem kleinen Barschnitt damit gerechnet, dass das so lange dauert. Wobei man ja jetzt nicht sagen kann, wie schwer ist er, wie groß ist er, das sehen wir ja alles erst, wenn wir ihn gefangen haben. Ne? Da fehlen halt noch 10 Meter. Ganz hart am Limit hier. Die halt immer und immer wieder abhaut. Ne? Ja, als hätte er irgendwas gekokst oder so. Keine Ahnung. 1,8 Kilo. Meinst du? Trophy-Barsch, meinst du? Guck mal, er zieht halt hin und her, ne? Ich meine, ist ja okay, um Gottes Willen. Der hat so einen komischen Haken in der Schnauze. Und dass der gern abhaut, ist ja vollkommen okay. Aber es wäre doch jetzt langsam mal gut. Ne? Also. Spiel. Sei fair jetzt. Und jetzt zieht er nochmal auf 20 Meter ab. Alter Vater. Ist jetzt Kampfschwein, dieser Barsch. Richtig Monster. Das ist so ein Flussmonster, ne? So was will man nie an der Route haben. Jetzt stell dir mal vor, bist am Rhein am Angeln. Ja, jetzt nur mal um Fluss zu droppen. Du kriegst einen Barsch dran, der dich eine halbe Stunde beschäftigt. Der dann 500 Gramm wiegt oder so. Schwierig. Schwierig, würde ich sagen. Aber der ist schon sehr aktiv, der hier. Also, er hat entweder ein Drogenproblem oder hat irgendwie einen falschen Sprit gesoffen. Das ist halt so ein Barsch auf LSD. Ja, 30 Meter, aber hat schon auf 8 Meter ran, ne? Ist mir normal. Was ein Widerfisch. Ich kann halt nichts machen. Bin die ganze Zeit am Limit mit der Route. Also vielmehr mit der Schnur, mit der Route und der Rolle jetzt nicht. Aber mit der Schnur. Da sollten wir uns vielleicht noch andere Schnur drauf machen. Ne? Die wir ein bisschen anders drillen können. Guck mal, der haut schon wieder ab. Guckt euch das kleine Ding mal an. Wobei, so klein sieht der gar nicht aus. Ne? Wenn man jetzt mal den Köder als Vergleich nimmt, den er in der Schnauze hat. Jetzt ist er wieder auf 40 Meter weg. Alter. Könnte schon ein bisschen größer sein, ne? Vielleicht schauen wir uns einfach eine 2,2 Kilo Schnur gleich mal. Probieren das Ganze nochmal.
Ohne Scheiß. Wo will er hin? War es doch schon wie gut, so gut wie gefangen, hör mal. Ziehst du 4 Meter ran, dann zieht er wieder 6 Meter weg. Ist auch geil, ne? Bei R4 hätte ich gesagt, okay, der Fisch hat Bock, aber das hier kann ich mal null vorstellen. Jetzt kommen halt doch die Vergleiche zu R4, ne? Ich meine, bei R4 merkst du, wenn du einen dicken Fisch dran hast oder einen größeren Fisch. Das spürst du halt hier nicht. Du spürst es null. Du siehst es nur an der Bewegung vom Fisch und an deinen Belastungsindikatoren hier unten rechts, dass da eventuell was Größeres dran ist. Aber richtig, also wirklich sagen kannst du doch nicht. Bei R4 kannst du ja tatsächlich sogar das Gewicht fast vorhersagen, was du halt im Drill merkst. Ne? Das fehlt halt hier komplett. Ich meine, die Rolle hat 4 Kilo. Und hängt jetzt vermutlich nur an der Schnur. Fällt nur, was hat die? 1,3 Kilo oder was? Ist halt schon hart am Limit, ne? Jetzt kriegt man wieder ein bisschen rein und jetzt zieht er dann gleich wieder ab. Er hat einen Gelbbarsch gefangen mit 0,4 Kilo. Da sind wir vermutlich dicke drüber. So, jetzt haben wir noch mal ein bisschen rangekriegt. Jetzt zieht er wieder ab. Jetzt müssen wir arbeiten. Gleich wieder auf 20 Meter weg. Alter. Jetzt hängt er sich auch noch da ein Holz dran. Dann ist er ganz weg. Also wir haben 40% Zug auf der Schnur. Kriegt er rechts über der Rolle, kriegt er das angezeigt. Jetzt haben wir ihn wieder auf knappe 10 Meter. Jetzt ziehst du die Rute hoch und der Fisch, der gibt halt null nach, ne? Er meint halt, er ist der König der Welt. Der ist auch genauso, so schnell ist er jetzt wieder bei 20, 25 Meter. Wir kriegen den nicht wirklich näher wie 9,5, 10 Meter ran. Einmal eben mit 8, noch was. Aber das ist es doch. Wir sind halt bei 40% auf der Schnur, was den Zug angeht. Und das ist halt für die Schnur, ist das Kacke. Wir abzichten. Haben wir gleich wieder 20 Meter. Ah, toll. 20 Meter überschritten. Jetzt zieht er wieder raus auf, was weiß ich, 25, 30 Meter. Vielleicht auch wieder auf 40, weil er hat halt schon wieder Bock. Also da am Drillsystem müsste auf jeden Fall was gemacht werden. Ich weiß ja nicht, was die Entwickler davor haben, was da vorgesehen ist, was da überhaupt in der Planung ist, keine Ahnung. Ich weiß nicht, ob es eine Roadmap gibt oder wie das Ganze überhaupt gestaffelt ist. Ob die eine gewisse Transparenz da reinbringen, was sie planen, was sie machen, wo sie dran sind und so ein Kram. Also noch eine Stufe höher kann ich die Bremsen nicht machen. Dann war das höchstwahrscheinlich mit der Schnur. So viel kann ich euch sagen. Hallo Ela, na? Wie geht es? Alles gut? Ja, sorry Hase.
Ich kann nicht zumachen. Geht nicht. Wie ist das Game? Ja, nein, okay. Alles fein. Ist halt kein R4, ne? Müssen wir ganz, ganz klar so sagen, Ela. Ich meine, Banner, du siehst ja erstmal Hallo. Du siehst ja, was ich mache. Du siehst ja hier den Belastungsindikator von der Schnur, der jetzt die letzte Zeit kontinuierlich zwei rote Balken hat. Ja, da sind noch zwei weiter nach oben frei. Das heißt, wenn ich die Bremse jetzt noch eins zumache, wartet wohl mit der Schnur. Und dann ist mein Köder weg und der Fisch auch, ne? Dafür. Er muss müde werden und. Er ist halt nicht groß, ne? Er ist halt echt nicht groß. Also, zumindest sieht er nicht groß aus. Aber jetzt sind wir schon wieder gleich auf 40 Meter raus. Das ist halt. Ich weiß nicht, keine Ahnung. Schwierig. Ich gebe noch eine halbe Stunde. Wir kaufen uns gleich mal die 2,2 Kilo Schnur. Da haben wir 900 Gramm mehr Tragkraft auf der Schnur. Ich hoffe, das bringt dann auch den gewünschten Effekt, dass wir den Grill ein bisschen schneller durch haben. Weil wir die Bremse ein bisschen höher stellen können. Ich denke mal, zwei Stufen und die Bremse hoch, dann wäre er safe drin. Aber kann ich nicht bringen, dann reißt vermutlich die Schnur. Und das will ich nicht. Also müssen wir uns jetzt hier durchquälen, bis das Ding draußen ist. Das Riesending. Riesending hier. Also Ela, um deine Frage nochmal aufzugreifen. Konkurrenz für R4 safe nicht. Kann man aber auch so nicht vergleichen. Das hier ist jetzt Pre-Release. Versionchen. Das heißt, da ist noch lange nicht alles drin, was im Release rauskommt. Wobei das ja auch ein Early Access ist. Bei Release. Also da wird Step by Step, denke ich mal, wird da noch einiges hinterherkommen. So, um abends mal schnell 2 Stunden zu angeln oder 3, okay. Wenn man dafür das Geld ausgeben will, ich weiß nicht, was bei Release kosten soll, das Spiel. Kann man aber, denke ich mal, bei Steam nachgucken. Ich werde es wohl nicht kaufen. Im Vergleich zum Playtest. Ja, das ist halt die Bremse, ne? Das ist halt die Bremse an der Rolle. Ich kann halt nicht ändern. Ich kann die ja nicht ganz aufmachen, dann rattert sie noch mehr. Also im Vergleich zum Playtest, den es irgendwann mal gab, hat sich schon einiges getan. Ne, das ist ja keine Release-Version. Das stand extra drin. Sollte die weiter funktionieren und sollte die geupdatet werden, kann man natürlich immer mal wieder reingucken. Ja, das weiß ich ja nicht, keine Ahnung. Na Katze, was ist los? So Fisch, jetzt komm raus hier. Ich müsste mal auf Toilette gehen. Ach Mann, ey. Wie lange sind wir da jetzt dran? 20 Minuten an dem komischen Barsch? Ich stinke, was ist los? Hm? Na, hört halt nicht oft, ne? Ach du Elende. Und mal wieder 40 Meter. Katze, halt mal den Fisch hier fest. Komm mal her, fahr da mal rein mit deinem Pfötchen und fang den mal raus. Wofür habe ich dich denn sonst? Hm? Ein Wunder, dass du überhaupt 3 Fische gefangen hast, Olli. Du musst Karpfen angeln. Ah nee, du bist ja kein Karpfenangler. Also, wir können das hier jetzt noch eine halbe Stunde so machen. Wie fies, was? Ja, sonst fängst du immer ausgeschlitzt, Olli. Du weißt ja, wer im Glashaus sitzt und so, ne? Und noch wissen wir nicht, wie groß und wie schwer dieser Fisch hier ist. Also, das kann ja auch sein, dass das ein Monsterbarsch ist. Keine Ahnung. Ja, ist doch schön. Ich fange vermutlich einen 2 Kilo Barsch oder sowas.
In derselben Zeit. Eigentlich in 4 Stunden oder so. Also das hier wird jetzt langsam anders geil, ne? Das ist jetzt langsam würdet. Was soll ich das jetzt sagen? Ja genau, hau halt ab. Alex, was ist da los? Ich habe Fisch an der Angel. Halt die Klappe. Flugscheißen kann ich auch. Was meinst du, ich die ganze Zeit versuche? Er will ja nicht. Jetzt lässt er sich wieder ein bisschen rankurbeln und dann zieht er jetzt gleich wieder ab. Jetzt sind wir schon bei 50 Meter. Eben hat ihn so bei 40 Meter gehalten. Jetzt geht er schon weiter auf 50. Also ich sehe den gleich wegschwimmen. Weil irgendwann ist unsere Schnur zu Ende. Und die Rolle ist, glaube ich, die kann man nach dem Drill wegwerfen. Er steht halt jetzt da unten und bewegt sich nicht. Ja. Kann doch nicht mal mehr die Unterwasserkamera anmachen, weil er zu weit weg ist. Der hängt da vermutlich fest. So wie das jetzt gerade aussieht, ne? Okay, jetzt ist er gesprungen. Ah, jetzt haben wir wieder Unterwasserkamera. Ja. Das ist, ja, toll. Er hängt am Stein fest. Soll ich den da wegkriegen? Ja, das geht ja nicht. Geht nicht, ich komme da nicht hin. Er hängt da irgendwo, hängt er fest. Da am Felsen. Ach doch, guck jetzt. Warte mal, lass mich mal hier rüber gehen. Gucken, ob wir den irgendwie darüber gezogen kriegen. Ja, weniger noch. Ach doch, guck an. Jetzt haben wir ihn befreit. Jetzt müssen wir nur noch reinziehen. Nee, er ist ja raus. Alles gut. Alles gut. Da müsste jetzt auch langsam mal müde sein, ne? Also langsam wird echt an der Zeit, dass er jetzt sagt, nö, ich hab keinen Bock mehr. Aber wie ihr seht, ist das nicht der Fall. Wenn man noch loszieht, ne? Wahnsinnsfang haben wir da. Höllenfang, das ist genau wie mein imaginärer Trophy-Hash an der Festung, der 200 Gramm gewogen hat. Oder sowas. Kilo, das ist halt die Anfangsroute, die du hast. Du musst ja erstmal Sachen freischalten, dass du überhaupt irgendwie upgraden kannst. Eben sollen die 2,2 Kilo Schnur kaufen. Oder wieder ab, ne? So wie ich ursprünglich vorhatte. Jetzt aber. Unsere Chance. Unsere Chance hier. Oder auch nicht.
kannst den nicht hochpumpen, gar nichts. Du kannst den nicht da rausziehen, einfach mal so. Alter, er jetzt wieder. Ist halt zu wild, ne? Wieder Fisch. Oh, jetzt aber. Jetzt aber. Das hat. Oh Gott, hat das ewig gedauert. Alter Vater. 1,9 Kilo. Ernsthaft jetzt? Nee, das habe ich ja auch schon versucht, Clemens. Das ist ein Drama, ist das. Das ist ein richtig gehendes Drama. Knapp daneben, ja. Naja, neuer persönlicher Rekord. Immerhin bringt er 8,38 Dollar. Also wir haben die Hälfte vom Köder, haben wir safe drin, ne? 42 Zentimeter. Alter Vater, was ein Arsch, ne? 18 EP, 27 beim Freilassen. Ja, ja, klar. So, jetzt machen wir da doch anders. Jetzt holen wir uns hier Schnur. Wo ist die Schnur? Leinen. Oh no. 2,2. Fluorocarbon ist erst ab Level 4. Geflochten hätten wir 1,8er. Das ist halt nur ein halbes Kilo mehr. Ne? Also nehmen wir die Mono, die 2,2er hier. Da haben wir da noch 1,43. Die ist halt auch zu viel. Die 3,20er, der wäre gut. Ist beim nächsten Level. Wir holen die 2,2er. Ja, die nehmen wir jetzt. So. Und jetzt machen wir das hier so. Dann machen wir da Schnur drauf. Wo ist sie? Da ist sie. Zack. Bam. So. Dann können wir jetzt nämlich nochmal versuchen. Und jetzt sollten wir dann auch mit so einem Fisch da kein Riesenproblem mehr bekriegen. Also nicht mehr ganz so ein Riesenproblem kriegen. Wie ursprünglich. Jetzt weiß ich, haben wir darüber geworfen oder hier rüber? Hierüber hatten wir geworfen, ne? So. Probieren wir unser Glück nochmal. Vielleicht kriegen wir noch einen Fisch, wer weiß. Schau mal einfach mal. Platsch. So, lass mal den gleich mal absinken hier. Ob wir hier irgendwo einen Fisch haben. Lachs dran oder sowas. Wer es mag. Abgerissen, schade. Ja, Underwater Cam ist tatsächlich so ziemlich das einzige, was da wirklich schick ist in dem Spiel. Ab oder nicht ab? Ab. Das
mich dann wieder gerne Trophy-Esche. Kaffee ab 3,2, was fang ich? Meinst, ja, so Pech. Kommt halt vor, ne, Olli? Ist halt. Ja, was soll ich sagen? Willkommen bei R4. Regenbogenforellen haben wir hier auch drin, Damen und Herren, ne? Was soll ich dazu sagen? Ja. Oh, Clemens mit seiner Action-Story da. Moment. So wieder am Barsch dran. Oh mein Gott. Ah, er braucht aber nicht ganz so lange, ne? Ah, ein Riesentier. Jetzt wollen wir eine starke Schnur drauf haben, oder eine stärkere Schnur drauf haben, fangen wir an mit 0,4 Kilo, ne? Ja, vielleicht kriegen wir noch was Schönes. Eben hat man eine Regenbogenforelle hier an dem Gewässer. Ich würde euch ja gerne noch ein anderes Gewässer zeigen, allerdings brauchen wir da noch ein paar EP für. Wir haben jetzt 52 von 126, also. Da müssen wir noch ein bisschen angeln, dass wir da hinkommen, ne? Da wären halt solche 2 Kilo Fische wären ganz nett. Dass man da leveln können. Haben wir doch schon wieder sowas, oder? Ist schon wieder ab. Nee. Ela, danke für das Reinschauen. Gute Nacht dir. Also ich würde behaupten, Ultimate Fishing Simulator 2 wird definitiv kein Hit. Also ich kann mir das schlecht vorstellen, bin ich ganz ehrlich. Schlaf gut. Ich meine, klar, das hat irgendwo seine Berechtigung, auf jeden Fall. Aber nee. Wird sich nicht durchsetzen. Außer dass halt wirklich die Auswahlmöglichkeit haben, Simulation und Arcade. Dass man halt irgendwo zwei Spielergruppen abdecken kann. Dann beißen die Fische und dann sind sie doch wieder weg. Ja. Warum auch immer, keine Ahnung. Ich weiß nicht, wie man anschlagen soll. Habe ich bisher noch nichts gefunden, wie das gehen soll. Einfach nur mit rechter Maustaste hochziehen. Ist halt auch nicht wirklich sinnvoll. Können wir da Bremse hoch machen jetzt. Da ist nämlich gar kein Zug auf der Montage. 70% steht da, aber die Schnur hat halt null Ausschlag, ne? Der war jetzt fucking easy. 300 Gramm Katzenwels. Voll. Das ist halt auch wieder sowas. 300 Gramm Fische. Man hat halt jetzt aktuell in dem Level echt eine recht bescheidene, wie soll ich sagen, Köderauswahl oder Equipmentauswahl allgemein. Keine Ahnung, ob man die Haken an den Ködern tauschen kann. Ich glaube, dreht jetzt eher weniger. Mal wieder was dran. Jetzt kriegen wir natürlich nicht mehr so einen Fisch ran wie eben, ne? Man kennt das ja. Der typische Vorführeffekt.
Erwischt vermutlich auch wieder nichts, ne? Na komm her, Fischli. Auch wieder nur 370 Gramm. Weiß ich auch nicht. Ich weiß hier auch nicht. Was denkt ihr so? Ich meine, ihr guckt ja jetzt schon, der ein oder andere guckt ja schon eine Weile zu. Hat jetzt gesehen von Anfang an, was ist so eure Meinung von dem, was ihr gesehen habt? Können uns da ja gerne mal austauschen, ne? So ist das ja nett. So. Passt den Köder halt so schnell so weit oben, ne? Das ist Wahnsinn. Da haben wir wieder einen Fisch dran. Aber der macht schon ein bisschen mehr Radau. Aber ist halt jetzt auch nichts Weltbewegendes. 900 Gramm. Keine Ahnung, was haben wir jetzt gemacht? Haben wir jetzt geschafft? Wir haben nicht gelevelt, okay. Hätte ja sein können, ne? Mit Level 3 können wir an das nächste Gewässer. Ist irgendwo in der Slowakei, Slowenien, keine Ahnung. Polen, irgendwo deiner Ecke. Vielleicht hat man da ein bisschen andere Fische. Ein bisschen bessere, ein bisschen größer. Weil das hier ist halt alles nur so, keine Ahnung. Bis auf die Regenbogenforelle, die ich da gefangen habe. War hier halt eigentlich so gesehen alles Crap. Kannst du Fischstäbchen draus machen oder Fischburger? Ja, das zieht zumindest ein bisschen, ne? Mal halt an dem weißen Balken unter der Entfernungsanzeige hier. Kilo. Katzenwels von einem Kilo. Tatsächlich ein Kilo Katzenwels. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich will nicht sagen unzufrieden, aber keine Ahnung. Ist halt safe. Kein Vergleich. Da werde ich wohl doch die 100.000 Silber in R4 zusammenfahren müssen für mein Equipment, was noch fehlt. Ich bin auch ganz ehrlich, ich glaube nicht, dass Call of the Wild der Angler da irgendwie ansatzweise brauchbar sein wird. Was haben wir jetzt? Hechti. Hirscht? Einen amerikanischen Hecht von 350 Gramm. Was halt gut ist, dass man hier immer am See ist, Zeit, also die Tageszeit und Wetterverhältnisse ändern kann. Kann man über die Map machen. Und nochmal zeigen. Aber so im Großen und Ganzen. Ich weiß es nicht, ich weiß es nicht. Noch so ein kleiner Barsch. 160 Gramm fliege ich weg, ne? Ja gut, achso, die Map wollte ich euch zeigen. Hier, das ist die Map von diesem Gewässer. Man hat die 5 Angelpunkte hier, die kann man anreisen. Drückt mal drauf und dann kann man da hinreisen. Ne? Hier hin oder so. Reisen überall dieselben Fische. Man hat hier
Zeit und Wetter die Möglichkeit, morgen Mittag, Abend und Nacht hinzustellen. Oder halt eben klarer Himmel, bewölkt, bedeckt, leichter Regen, mittlerer Regen und Sturm. Aufhören zu vergleichen, weil das kann man bei keinem Spiel. Das ist richtig. Nö, du kannst hier überall lang gehen. Also das ist jetzt nicht das Riesenproblem. Du kannst da überall lang gehen. Olli, das ist... Also ich kann da komplett lang laufen. Zumindest so lang, wie die Deko zulässt. Ne? Also, kann mich hier hinstellen. Und dann du siehst ja, das ist jetzt kein Angelplatz. Hier ist mein Pfeil. Also hier bin ich, meine Position. Mal genau zwischen 3 und 4. Ja. Also da ist schon Variation gegeben, auf jeden Fall. Opa Schlumpf, du sagst das so einfach. Man vergleicht halt immer das, was man kennt, mit was Neuem. Das ist aber ganz normal. Das würdest du vermutlich genauso machen. Vielleicht nicht in dem Maß, aber ein Vergleich irgendwo im Kopf stellt da vermutlich jeder an. Kann man sich auch hinstellen. Jetzt sind wir zwischen 2 und 3. Ne, hier nochmal lang angeln Richtung der Brücke da. Ob man da was kriegen. Ich weiß ja nicht mehr, wo ich die Regenbogenforelle hier eben rausgefummelt habe. Die hätte ich halt jetzt auch gern nochmal gefangen, aber... Wenn sie nicht will, ne? Nee, die zwei kannst du safe nicht miteinander vergleichen. Da hatten wir doch einen Fisch dran. Wo sind die jetzt hin? Einfach abgehauen, der Sauhund. Ohne Frechheit, ne? Also ihr habt hier rechts in der Ecke unter dem Köder habt ihr so einen Indikator, ne? So ein Bewegungsindikator. Wenn der schön grün ist, dann ist euer Köder in der richtigen Position und in der richtigen Bewegung. Und ist der weiß, hat er halt nicht wirklich einen Effekt. Das ist... Nee, um Gottes Willen, das geht doch nicht. Nur hier sollte ja dann die Option geben, auswählen zu können zwischen Arcade und Simulation. Ja. Das wurde ja irgendwann schon mal angekündigt. Ich habe jetzt eben keine Funktion gefunden, womit man das machen könnte. Vielleicht sieht das dann in dem Simulationsmodus wieder anders aus. Das weiß man ja nicht. Ne? Ohne Regenbogenquelle. Da war eine Regenbogenquelle. Die hätte ich ja gerne, ne? Da kam doch glatt noch ein Fisch hinterher, ne? Erscheint. So, jetzt. Wo ist das Forellentier? Okay, das war jetzt keine Forelle, aber nehmen wir trotzdem mit den Hecht, den kleinen. Ich meine, vielleicht habe ich die Option zum Umstellen irgendwo übersehen, das kann sein. Aber ich habe mal eigentlich, bevor ich den Stream angemacht habe, alles mal so angeguckt, was man da machen kann. Da war halt safe nichts davon zu sehen. Da haben wir noch einen kleinen amerikanischen Hecht, der bringt halt auch kaum was, ne? Weg damit. Wenn da mit dem Köder. Das sagt unser Level ab 78 von 126, also brauchen wir noch 50. 50 EP, eine gute Regenbogenforelle würde es wohl richten, aber die jetzt hier an Haken zu kriegen, ich weiß nicht, ob das so einfach wird. Du merkst halt, ob das wirklich, wenn ein Fisch anbeißt, ne? Das ist halt irgendwie ganz komisch. Du hast da kein Response und nix. Du bist halt tatsächlich darauf angewiesen, deine Indikatoren hier unten im Auge zu halten, dass du überhaupt siehst, wenn irgendwas dran ist. Wieder zu hoch. Ja, jetzt hat man einen Fisch da, siehst du?
Jetzt haben wir einen. Was auch immer das ist. Vermutlich ein Barsch. Oh, ein Rotlachs. Guck an. Er bringt wenigstens noch 5 Dollar, ne? Mal hin. Aber habt ihr jetzt mitbekommen, dass der da dran ist? Nee, ne? Ich auch nicht. Also, wenn er jetzt nicht gesprungen wäre, hätte ich nicht gemerkt. Fisch. Dran. Wir haben Fisch dran. Sachen gibt es. Haben wir jetzt? Ein Kürbiskernbarsch. Er bringt halt auch nichts, ne? Das ist halt. Ja, was soll ich sagen? Hol mal die EP mit. Na gut, die 36 EP. Ich weiß nicht, ob bei dir so auf die Schnelle noch hinbekommen. Schon halb ein. Immerhin haben wir 3 Stunden bisher durchgehalten. Schon so ein bisschen stolz auf uns. Also Meter Höhe ist, glaube ich, gar nicht mal verkehrt. Oder Tiefe vielmehr. Ist ja nicht Höhe, ist ja Tiefe, ne? Hammer, Hammer. Oha, was haben wir jetzt da dran? Oha. Jetzt haben wir einen Fisch, der ein bisschen kämpft. Wann? Wir gucken uns nicht an, was das ist. Wir holen den einfach raus, ne? Der hat auf jeden Fall ein bisschen mehr Bums. Jetzt habe ich auch die Bremse weiter zugemacht. Merkt man dann halt auch direkt, dass er nicht ganz so wild abzieht dann letztlich, ne? Er will zwar immer noch, aber da macht die Schnur doch schon einen Unterschied. Ah, 2,5 Kilo wird er nicht haben. Glaube ich nicht. Das glaube ich nicht. Das kann gut sein. Kann tatsächlich passieren, ja. Jetzt haben wir wenigstens auch mal Ausschlag auf der Route und an der Rolle. Ich meine, die Bremse ist jetzt so eingestellt, dass wir gerade so am Limit sind, ne? So. Okay, 2,8. Keine Ahnung, ich weiß nicht, was. Das wird vermutlich irgendwie zum Barsch sein oder so. Ich will aber jetzt auch nicht gucken, ne? Sondern das Ganze mal ohne Underwater-Cam machen. Ja, das wäre vielleicht schon sein Level-Up, ne? Wenn er gut genug ist. Aufschlag auf seine Hut. Ab zum Hartz-Bad. Nee. Er zieht doch wieder los, ne? Also. Naja, du musst halt mal die Relation sehen. Ne? Was willst du mit so einem kleinen Shit-Equipment hier machen? Da hast du halt keinerlei Handhabe. Ohne Regenbogenforelle. 3,1 Kilo. Oha. Oha. Guck einer an. Die ist doch schön. 3,1 Kilo Forelle ist doch... Ja.
kann man mitarbeiten, oder? Was sagt ihr? Die kann man mitnehmen. Die behalten wir auch. Obwohl, die gäbe 59 EP, aber 39 sollten reichen, ne? Da, Level up. Level up. Ja, dann, Standort verlassen. Und am nächsten See. Ja, wäre das hier. 50 Dollar. Ja, mir doch egal. Na Katze, was ist los? Durchstinkt. So, jetzt kriegen wir erstmal auf die Fresse hier, ne? Das ist jetzt ganz klar. Uff. Wir gehen dahin. Da sind wir schon. Ne, sind wir nicht. Ne, die 1 brauche ich. Ich habe so ein bisschen Angst. Ne? Aber egal, ich schmeiß rein das Ding. Ich weiß nicht, was hier an Fischen gibt. Keine Ahnung. Was haben wir hier? Oh, das ist zu schnell. Miau. Taschentuch? Nö, geht schon. Geht schon so. Können ja mal unter Wasser gucken, ob wir irgendwas rumschwimmen. Ne? Also, da war was. Da ist was. Ist auch was. Also Fische sind safe da, okay. Weiß halt nicht, was uns hier erwartet. Keine Ahnung. Das war nix. Der ist weg. Katze, was ist denn? Falls gerade jemand was geschrieben hat, der Chat war gerade disconnected. Spiegelkarpfen. Okay. Oha. Guck an. War Karpfen. Huch. Lasst mich doch mal gerade gucken hier. Warte mal. Kann man tun. Guck mal, ob wir da drauf irgendwas kriegen auf den Wurm, ne? Auf jeden Fall schon mal. Keiner Bock zu haben. Das war hier nix. Spin-technisch dran kriegen ist irgendwo klar, ne? Weißt du, 10 Kilo Karpfen. Ja, vermutlich. Auf einer 1,3 Kilo Schnur. Das wäre halt fatal jetzt, ne? Okay. Katze! Sei doch mal ruhig. Hm. Ich schwimme doch wieder so eine Ente. Da.
Aha, da unten ist schon ein Karpfen. Ja. Vielleicht sollten wir da ein bisschen tiefer gehen, ne? 8 und 9 war das, ne? Ach gut, können wir jetzt eh nicht ändern. Wir gehen nochmal auf den Meter. Vielleicht haben wir ja Glück. Alter, 25, 30 Meter ausgeworfen oder was? Einfach mal gucken. Vielleicht haben wir ja Glück. So, wie war das? Da geht nichts mit Plus und Minus. War das nochmal? Tastaturbelegung. Ach, da. Aber das geht nicht. Das funktioniert nicht. Ah, das geht. Alter, 40 Meter, hallo? Wir laden hin. Auf jeden Fall Betrieb im Wasser, ne? So viel steht schon mal fest. Ist halt die Frage, beißt was oder beißt nix, ne? Da 10. Scheint ja nicht so. Aber 150 Meter Schnur haben wir drauf. 40 Meter haben wir ausgeworfen, also haben wir noch 90 Meter, 110 Meter. 110 Meter haben wir noch auf der Rolle. Unser Wurm will keiner, ne? Da ist doch so ein Kandidat, komm mal her. Zu niedrig. Was sagt ihr als Angelprofis dazu? Tiefer stellen? Auf 2 Meter oder so? Vielleicht nicht ganz so weit auswerfen? Was ich halt ekelhaft finde, ist, dass man die Pose nicht sieht. So spontan behaupten. Machen wir 1,70. Das Pose.
glaube, insgesamt sind wir auf 1,76. Oh. Hallo Sie da, beißen Sie doch mal an, ich habe einen schönen Wurm. Hallo? Oder Sie da? Sie vielleicht? Oh, der ist aber dick. Oh je. Oh je. Das ist ein Spiegelkarpfen, oder? Hallo? Komm? Hallo? Ja, ja, da kommt der 10 Kilo Spiegel auf jeden Fall. Hallo hier. Komm noch mal. 3,8 Kilo Barbe gefangen, okay. Hm. Oha. Jetzt geht los hier. Aber ein Barsch am Haken. Den kriegen wir aber raus. Das ist kein Problem. Den kriegen wir raus. Das ist jetzt nicht so das Problem hier. Ein Barsch. Richtiger Barsch. Ich weiß es nicht. Muss man noch tiefer gehen. Gehen wir auf 2,10 Meter. Alter, so weit habe ich schon gar nicht ausgeworfen. WTF. Oha. Jetzt haben wir es geschafft. Jetzt haben wir einen Karpfen dran. Oh je, bye bye Route. Ich merke das schon. Weil der nicht wirklich kampfstark ist jetzt aktuell mal gerade so. Ne? Da wird die Schnur nicht lange mitmachen. Da brauchen wir andere Schnur für. Unbedingt. Aber wir haben den ersten Karpfen gefangen. Ne, eine Karausche. Ach Gott. 1,1 Kilo. Was ein Spaßfisch. Oh. Okay. Geschäft. Schnur. Wir sind doch jetzt Level 3, da können wir auch geflochtene Schnur holen mit 2,7 Kilo. Ich glaube 2,7 Kilo ist ganz okay, oder? So, was haben wir noch an Ködern? Ködern, da. Rotwurm, Teig, Köcherfliege, Caster. Alles mal gekauft. So. Habt jetzt davon. Jetzt gucken wir uns das hier erstmal an. Jetzt machen wir hier mal die anständige Schnurdruck. 2,78 Kilo Schnur, ne? Das hört sich gut an. Haben wir hier noch? Wir haben keine. Da haben wir die eine. Okay. Haken haben wir auch nur ein 16er. Würmchen machen wir drauf. Was machen wir da drauf? Was machen wir da drauf? Machen wir eine Made drauf? Hat sie nur 10 Stück. Wird in der Regel für den Fang von Nichtraubfischen verwendet. Okay. Ja, findet man praktisch an jedem Teilfluss oder Strom. Die einzige Bedingung dafür ist auch, dass die Fliege lockt viele Fischarten, hauptsächlich Rotaugen und alle anderen vom Karpfen. Alle anderen vom Karpfen. Ach, der Teig hier. Zieht fast alle Arten von Karpfen an. Der beste Teig hat eine weiche Konsistenz.
beim Wurf der im Kontakt mit Wasser vor dem Angelhaken fallen. Ja, okay. Brot. Rotaugenbrassen, Rotfedern, Barben, Döbel, Schleien, Karpfen. Das war, glaube ich, das günstigste. Wir machen mal Brot dran. So, wir probieren halt einfach mal. Lasst uns testen. So, raus damit. Darf man diesmal nicht ganz so weit aus. Uns das ganze Spektakel untermalen. Ob da gleich was kommt. Vielleicht hätte man noch einen größeren Haken nehmen sollen. Ne? Oh, guck mal. Herr Karpfen. Zurück. Ja, guck mal, ich hab lecker Brot. Komm mal her, du. Hallo? Zettel. Oha. Na komm doch. Komm, zieh dich nicht so. Du willst das da auch. Scheint doch nicht. Falsche Richtung. Ja, keine Ahnung. Die wollen unseren Köder nicht. Erscheint, ne? Da wollen die einfach unseren Köder nicht. Haben wir da Kundschaft? Zehner, was haben wir drauf? 16er, ne? Na. Können wir nicht. Können wir erst mit Level 4. Dann holen wir die 4er noch. Ne? So. Aha. Kollege hat angebissen, oder? Ja, Kollege hat angebissen. Der ist schon wieder weg. Wieder losgelassen. Egal, wir machen mal einen anderen Haken dran und machen mal eine Köcherfliegenlarve drauf. Vielleicht haben wir dabei ein bisschen mehr Glück. Ja, machen wir das einfach mal. Dann machen wir mal einen 6er Haken drauf. Machen wir das Ding da drauf. Achso, eine andere Pose sollte man vielleicht noch kaufen, oder? So 4 Gramm, 5 Gramm, haben wir da irgendwas? Angelpose. Was hat die? 1 Gramm, 2 Gramm, 2,5, 3, 3. Können wir noch nicht kaufen. Müssen wir halt mit unserer... Backler brauchen wir nicht. Könnte man kaufen mit 2,5 Gramm. Können wir noch nicht und Zinkerbrunnen. Ja, na komm, dann lassen wir einfach hier die. So. Nächster Versuch. Mit der guten Köcherfliegenlarve. Auf dem großen Haken. Thank you.
So, da kommt ein Kandidat. Oder hat der keinen Bock? Sieht jetzt so aus, als wenn er Bock hätte, ne? Oder. Die haben alle keinen Bock. Schade drum. Da ist ein 2,10 Meter auch einfach zu tief, ne? Wer weiß? Wer weiß, wer weiß, wer weiß. Ist halt anders. Komisch jetzt gerade so. Ich meine, die schwimmen ja hier überall rum, aber so wirklich beißen. Ja, okay, noch. Aber wir haben doch hier noch. War das mit den Skillpunkten? Ziehen das hier mal raus, werfen das mal weiter aus. Hinten die Ecke war besser. Oder wir gehen an einen ganz anderen Spot. Ist doch. Besser. Wir haben ja hier noch andere Möglichkeiten. Hier sind wir. Lasst uns dahin gehen. Oh ja. That looks good. Können wir mich hier schön hier reinwerfen. So. Gucken, was da so passiert. Ein Fisch, ein Barsch. Da kommt ein Karpfen angewedelt oder sowas. Ich würde ja gerne Grundrouten benutzen, ne? Aber da haben wir ja nichts. Ist da ja schon, ne? Was ist denn die? Die Rotaugen, kriegen wir die auf Spinner gefangen? Hm. Mal eher weniger, dann kriegen wir vermutlich nur wieder Barsche dran. Da kriegen wir vermutlich wieder Barsche dran. Mal da. Potenzieller Kandidat. Leider nicht. Falscher Köder vielleicht, zu großer Haken. Ich weiß es nicht. Vielleicht machen wir mal eine Made dran. Ein 6er Haken. Ich glaube, das ist die bessere Variante. Ah, ne, 6er Haken haben wir ja. Ah. Wir lassen den 6er Haken dran. Aber wir machen eine Made dran. Bei dir. Die machen wir dran. Das geht bestimmt. Fangen wir mal erstmal die Ente da hinten raus. Auf dem Jahrmarkt. Enten angeln.
mal gehen, ne? Das ist jetzt. War schon bei 2,50. Wir wollen noch nicht. Und einen schönen Hash drum. Ist auch was größer. Man kann mal vermutlich einfach nur abwarten, ne? Da können wir vermutlich nur abwarten, ob was beißt, ob nichts beißt. Wir hätten halt noch so einen Skillpunkt zu vergeben. Aber vielleicht gucken, dass man Köder-Effektivität nochmal hochkriegt einmal. Dass das nicht ganz so lange dauert hier mit dem Wissen. Das hat doch wieder so eine Sache. Muss man da das ganze Ding durchskillen oder hat man das direkt von Anfang an? Dass man da alles skillen kann, was man in den zwei Skillbäumen gesehen hat. Sache, was man ausprobieren müsste, ne? Jedenfalls werden hier Karauschen gefangen, Spiegelkarpfen, Barben, Prassen. Ist hier der Chat von dem Gewässer. Viel wird nicht gefangen, ist und nur noch einer hier. Nichts. Was haben wir hier? Der Barsch. Jo, Les Hanset, alles klar. Danke fürs Reinschauen. Ich werde ohne mehr allzu lang machen. Gucken, vielleicht schauen wir nochmal die Spinroute hier kurz rein. Ob wir damit irgendwas fangen. Könnte ja sein, dass wir da einen Barsch oder einen Hecht dran kriegen. Was, hallo Harald, was hast denn du jetzt? Was hast denn du jetzt? Mach die mal da drauf. Kann man die da nicht runter machen? Kann ich die abmachen, bitte? Ich will da gerne eine andere Schnur haben, und zwar die. Kann man die bitte schön wegmachen? Ja, kann nicht ausgewählt werden, das ist mir schon klar. So kann ich die nicht runtermachen. Ist doch doof. Muss ich doch irgendwie wegmachen können, oder nicht? Kaufen wir die halt nochmal, komm. Kaufen wir nochmal die Schnur. Ein. Doch, 2,7. Genau, so. Machen wir das Ganze so. Moin, ich schau mal kurz rein, um mal zu sagen, Hallöchen. Micha, wie geht es? Alles gut? Lang nichts von dir gehört. Also mal rinnert Ding nach. Was hast du mit dem Harald, Clemens? Jetzt zu Harald. Ob man damit irgendwas Arsch oder sowas. Ja, vielleicht heißt der zufällig so. Das ist natürlich auch eine Option, ne? Kann man mal so versuchen. Mittlerweile wieder eine Menge zu erledigen. Okay. Ja, dann. Kampffisch. Oh, Kampffisch. Oh weh, was haben wir denn jetzt da gefangen? Monster oder was?
Oh. 4,2 Kilo Hecht. Oha. Der bringt gleich mal $46. Und 38 EP. WTF. Haltbar natürlich, ne? Ivripoli bitte nie für irgendwas so einen nervigen Sound wie die Bremse der Rolle. Ja, ich kann ja den Sound doch nicht ändern, Clemens. Tut mir leid. Ich hab den ja nicht gemacht. Jetzt, wo du sagst, ich hab da was. Lol. Er hat was, Clemens, er hat was. So geil. Eiskrise ist ziemlich nervig zurzeit. Was zum Teufel ist ein Eisriese? Achso, das ist so ein Boss, gell? Wir müssten unbedingt mal wieder bei Repoli reingucken. Ohne Scheiß jetzt. Also, basishalber. Wie sieht denn aus? Kann man Repoli gut spielen mittlerweile? Oder bist du da noch groß am Patchen und Umstylen und Umdesignen und so? Im Herz aufgegangen. Ja, Entschuldigung. Verfolgt den Disco, bin eigentlich auf dem aktuellen Stand. Ja, was so Sachen finden angeht, da waren wir ja schon immer eine besondere Klasse, ne? Wenn man dazu sagen darf. Da ist ein Karpfen gehüpft. Hier gab es wohl nur einen Hecht. Oh, was bist du denn? Komm her. Du haust mir nicht mehr ab, vergiss das. Ah. Ein Rapfen. Und habe ich einige Sachen sehr viel später gemerkt. Boah. Genug des Lobs. Ein Rapfen, der ist aber hässlich. Ist aber eher viel schöner. Hallo Katze. Was ist los? Du hast schon wieder Hunger. Echt jetzt? Du frisst mir noch die Haare vom Kopf, du Vieh. Das gibt's doch gar nicht. Ja, wir haben ja schon ein bisschen was gefunden, ne? Ich muss das mal wieder installieren und mal reingucken gehen. Vielleicht fällt mir noch was auf. Weil ich glaube, Clemens war da so derjenige, der die meisten Sachen gefunden hat. Miau, was ist denn los, Stinky, ne? Ist mehr Fisch dran. Den Bauplan, ich werde da übrigens seine Taste immer Waffen und Werkzeug auf. Okay. Also bist du ja immer noch richtig dran und final ist immer noch nichts, oder wie? Also final fertig. Ich meine, du wolltest ja die ganze Map umbauen, wenn ich mich nicht ganz irre. Ob das passiert ist, keine Ahnung. Ich habe das nicht installiert, sorry. Ich muss ab morgen mal installieren. Reingucken. Bisschen eine Werbetrommel rühren. Wie wird das jetzt lokal gehostet oder kein Multiplayer aktuell oder wie verhält sich das? Hoppla, das war die falsche Taste. Ein Barsch! Oh! Volles Fischernetz, ich fasse es nicht. Der kann verkauft werden. Der kann auch verkauft werden.
Wir sind noch nicht gelevelt, ne? Halten. Herr Horst, enjoy. Okay. So, dann müssen wir mal kurz unsere Fische hier verkaufen, ne? Ich weiß halt nicht, wie man das jetzt. Oh, wir haben 25 Kilo. Okay, wir können. 60 Fische können wir jetzt fangen. Das heißt, wir haben jetzt gerade mal die Hälfte. Ne, 11. Ach Gott, das ist ja gar nichts. Verkaufen hat einfach mal alles. Wo ist denn dieser tolle. So, ist alles weg oder was? Hat noch eben so ein. Ah, da ist ja der Hecht. Mach mal den. Den kann man. Doch, den kann man zum Aquarium hinzufügen. Nee, kann man nicht. Warum? Toll, jetzt habe ich den zu Trophäen hinzugefügt. Das wollte ich auch gar nicht. Wo finde ich denn diese komischen Trophäen da? 25 Kilo können wir fangen, okay. Oh, Leute. Leute, es ist spät. Wisst ihr das? Standort verlassen. Miezekatze, jetzt sei doch mal ruhig. Bin doch gleich fertig. Wo sind diese Trophäen zum Wohnsitz gehen? Haben wir den jetzt hier irgendwo an der Wand genagelt? Wollte eigentlich den Fisch hier reinmachen, ne? ES, kleiner Kürbiskernbarsch, ess dich satt. Das ist richtig, statt mit dem Hosten würde jetzt funktionieren, ne? Wir schmeißen noch ein paar Würmerränder für den armen Kürbiskernbarsch, der muss ja auch noch wachsen, ne? Wenn er groß genug ist, verkaufen, Mann. Lulz. So, aber jetzt, wo sind die Trophäen? Katze, sei doch mal ruhig jetzt. Warum kann ich hier nichts reinlegen? Ah, da! Guck, da ist er. Das ist unser Hecht, 4,24 Kilo. Kann man sich hinhocken? Nee, kann man nicht. Schade. Da ist unser Hecht. Okay. Haben wir leider nicht verkauft für 46 Gold, Dollar. Okay. Vielleicht können wir den hier irgendwo abbauen. Das kann man mit Sicherheit in der Release-Version. Kann man das safe machen. So, was ist mit Fischi? Immer noch nicht gewachsen. Hier kriegst du einen Wurm. Ess, dass du groß und stark bist. Los. Und ess die auf dem Boden auch noch. Wenn es mal wieder passt, kann man ja irgendwann mal ein paar Runden PUBG oder ähnliches zocken. Ich bin absolut flexibel. Boah, das kriegen wir mit Sicherheit geregelt. Denke ich schon. Mal gucken. Ja, meine Lieben. Also, wir haben das hier geschafft. Wir haben unser Fischernetz leer. Wir haben Level 2 vom Fischernetz. Das heißt, wir können jetzt 25 Kilo Fisch fangen. Oder 60 an der Zahl. Wir haben Level 3 erreicht. Haben nur 100 EP, die wir brauchen. Ne? Das erste Resümee ist spielbar, auf jeden Fall. Allerdings, das sind die Fische, die wir schon gefangen haben. Hier guckt mal einer an. Katzenwelsen, Barschen, Rotlachs, Regenbogenforelle, ein Kleinmaulbarsch, ein Gelbbarsch. Ein Rapfen haben wir. Eine Karausche haben wir. Kettenhecht, einen amerikanischen Hecht, normalen Hecht, das war der Dicke da. Was gerade gefangen haben. Kürbiskernbarsch mit 240 Gramm. Ja, das war doch schon, ne? Das war doch schon. Mehr können wir nicht. Mehr haben wir nicht gefangen. Persönliche Rekorde, Ranglisten. Wo sind wir? Ja, Platz 8. Guck an. 29,7 Kilo haben wir gefangen. 41 Fische insgesamt. 114 Ranglistenpunkte. Der dickste war unser Hecht mit 4,2 Kilo. 10,9 Kilo. Voll. Ist klar. Gelbflossen tun. Ja, nee. Meerforelle, hübsch. 31 Kilo Meerforelle. Alter, was geht denn ab mit denen? Sind die krank? 5 Kilo Barbe. Was haben wir da noch Schönes? Also wir liegen mit den 4,2 Kilo liegen wir gar nicht mal so schlecht, ne? Ich sehe, was die hier sonst so fangen. Test ist natürlich auch ein guter Name, ne? Das ist sehr gut.
Was haben wir noch? Fischpedia. Huch, Aaland. Ach, guck mal, da haben wir. Haben wir alle Fischarten drin, die wir hier haben. Alles drin. Tigerhai. Der sieht ja süß aus. Oh, der ist schön. Spitzkopf, Zackenbarsch, Eisprungkarpf, Silberlachs, Blei, Wildkarpf. Und Wildkarpfen haben sie auch, Zander. Gut, die Modelle sehen jetzt nicht so real aus wie in R4, aber okay. Warum nicht, ne? Update-Informationen haben wir auch. Also Early Access. Missionen. Holen wir uns ab hier. Was gibt es da? $50. Ja, nehme ich. Hier haben wir wöchentliche. Haben wir da auch irgendwas? 5 Punkte. Ah, Missionspunkte. Ah, die muss man mit diesen Missionspunkten hier, mit diesen Punkten muss man die freischalten. Ah, fangen Sie 10 Kilo von einer einzigen Fischart. Regenbogenforelle. Okay, da fehlen noch 7 Kilo. Kriegen wir nicht hin. Fangen Sie 1,5 Kilo von einer einzigen Fischart. Amerikanischer Hecht. Fehlt 1 Kilo. Ist auch nicht weiter schlimm. Also, da sterben wir jetzt nicht davon, ne? Ja, wie gesagt, ein kleines Resümee. Wir haben keinen Punkt. Wir haben keinen Punkt. Warum haben wir keinen Punkt? Das ist doch scheiße. Der bräuchte einen. Der bräuchte auch einen. Hier wäre das mit dem nächsten Köder, ne? Ah, vorherige Fähigkeit freischalten. Toll. Okay. Kurz und knapp gesagt, es gibt auch Turniere. Keine Turniere verfügbar. Größter Fisch. Methode beliebig, Teilnahme gefuft. Alter. Was kann man da gewinnen? Preistopf 0, weil keiner mitmacht. Tagesturnier, was haben wir da? Größte Anzahl an Fischen. Okay. Spielerturnier, meine Turniere, Turnier erstellen. Ach, guckt an. Guckt an, da kann man sogar hier. Oh, das ist aber 50 Minimum Einsatz, okay. Also Möglichkeiten hätte man hier tatsächlich. Ne? So ist das nicht. Wie gesagt, man kann nicht spielen, ist keine Simulation, so leidet man tut. Für alle, die gehofft haben, dass Ultimate Fishing Simulator 2 eine Simulation darstellt, ist es leider nicht. Also für mich zumindest nicht. Für viele andere vermutlich auch nicht. Nichtsdestotrotz macht es trotzdem in einem gewissen Maß Spaß. Ja, ich denke mal, wenn man da ein bisschen besseres Equipment hat, hat man jetzt schon allein an den Schnüren gesehen, an die wir jetzt getauscht haben, dass das dann doch um einiges einfacher geht. Die Kraft vom Fisch wird leider trotzdem nicht wirklich dargestellt. Muss man leider so sagen. Aber wer das Spiel kaufen will, ich kann mal gerade gucken, was kostet. Was soll es kosten bei Release? Preis steht noch nicht fest. Ich schätze mal so 20, 30 Euro wird das wohl kommen. Grob geschätzt. Eventuell mit dem Rabatt am Anfang zum Release am 22. Vielleicht kommen da noch ein paar Patches jetzt. Morgen oder übermorgen. Wer weiß. Ist ja noch ein Tag, zwei Zeit. Dann gucken wir uns das Ganze nochmal an. Vielleicht spielen wir einfach noch ein bisschen weiter. Um noch ein bisschen höher zu kommen. Vielleicht um andere Routen kaufen zu können. Wie hier die Fiederrouten beispielsweise, die wir immer noch nicht haben. Da müssen wir dann auf Universalrouten gehen. Womit man eventuell auch Grundfischen machen kann. Weil ich nicht weiß, ob das geht. Müssen wir mal gucken. Die geht auf jeden Fall bis 4,5 Kilo. Das wäre schon mal was anderes, ne? Da kann man dann schon mit arbeiten. Posenrouten hätten wir, Spinrouten hätten wir ein paar. Könnten wir uns sogar hier die 2,27 Kilo Route leisten oder kaufen. Weltcast-Routen, wie gesagt, sind keine drin. Vielleicht schalten wir die auch erst mit einem gewissen Level frei. Rollentechnisch könnte man die jetzt kaufen. Da haben wir das Geld nicht für. Spinrollen, das sind halt Universalrollen. Vermutlich kommen Spinrollen, Castingrollen bei Release mit rein oder dann halt eben im Nachhinein. Da hat ja eine Early Access wird. Hier gibt es auch schon schöne Rollen hier mit 35,7 Kilo, 29,3, 24,3. Also da gibt es schon einiges. Da können wir uns in nächster Zeit mit Level 4 können wir uns dann upgraden auf eine 6 Kilo Rolle, wo wir jetzt eine 3 Kilo haben. Also da haben wir schon Möglichkeiten. Müssen wir mal gucken, wie wir das angehen. Ja.
Schauen wir einfach mal noch mal rein und dann sehen wir ja, was Sache ist. Gut, meine Lieben. In diesem Sinne, ich gehe mal davon aus, dass das keiner mehr streamt, dieses Spiel. Mitten in der Nacht um 1.14 Uhr. Doch, da ist tatsächlich noch einer. Da ist tatsächlich noch einer. Da würde ich euch dann auch hinschicken, egal wer das jetzt ist. Wer auch immer das ist, keine Ahnung. Ich schicke euch da eben hin. Dann könnt ihr da noch ein bisschen gucken hier, Ultimate Fishing Sim. Sage ich mal danke für das Reinschauen, danke für das Dranbleiben. Ich wünsche euch eine gute Nacht. Kommt gut in den Samstag, da sind wir ja eh schon. Ich schicke euch auch gleich weiter. Und dann werde ich mich auch langsam mal in mein Bett verkriechen. Also macht es gut und wenn ihr Bock habt, könnt ihr gerne beim nächsten Stream nochmal mit reinschauen. In diesem. Haut rein, ciao, ciao, gute Nacht.